Hallo, liebe Freunde einer gepflegten Informationskultur. Schön, dass ihr wieder bei Nuo Wieso vorbeischaut. Heute ist Ausgabe Nummer Homeoffice 36 auf dem Plan und heute haben wir wieder ein volles Programm. Wir haben einen Echo-Gewinner hier, wir haben einen Krankenpfleger hier, der von vorderster Front berichtet aus den Krankenhäusern und wir haben jemanden, der sich ganz aktiv in Bautzen in der Gemeinde, in der Stadt mit einsetzt. Also wieder volles Programm. Lehnt euch zurück. Genießt es und hier ist Ausgabe Nummer 36 vom Homeoffice. Und mein Gruß geht wieder raus an meine Kollegen und Freunde nach Leipzig und Chemnitz. Hallo, schön, dass ich euch sehen kann. Es geht wieder los. Hi. Hallo Hallo. Robert, hallo Frank. Grüß euch. Hi. Ja, und Frank, ich bin vorhin gerade auf die Homepage gegangen von Nuviso und gucke in die Mediathek und wen sehe ich da? Eine der berühmtesten deutschen Sängerinnen, Julia Neigel, auch früher Julia Neigel und Band, so hieß es. Nicht verwechseln, da gibt es eine andere, gell? Und ich sehe die da mit unserer Julia Savasi im Studio sitzen und einen tollen Talk machen. Wow. Ja, also wir haben uns natürlich auch gefreut über diesen hochkarätigen Gast. Julia Neigel, sie war gar nicht alleine da, denn sie hat den Gründer und Intendanten der Dresdner Jazztage noch mit dabei gehabt, Kilian Foster. Der ist Bassist, hat auch schon zwei Echos gewonnen. Also hochkarätige Künstler bei uns im Studio, die einfach mal auf ja, diverse Tatsachen aufmachen wollten, wie es denn derzeit in der Veranstaltungs- und Musikbranche so zugeht. Und ja, Julia hat einen sehr interessanten Talk mit beiden geführt. Also was ich jetzt rausgehört habe, ich hatte jetzt leider keine Zeit, das Ganze anzuhören. Es sieht ziemlich düster aus in der Kulturlandschaft in Deutschland. Jeder Mensch, der sein Leben damit verbringt, als Musiker und Entertainer auf der Bühne zu stehen und all die ganzen Veranstaltungen, alles, was im Umfeld darum, mit zusammenhängt, schwere Zeiten, sehr, sehr schwere Zeiten. Da ist ja im Endeffekt seit Beginn des Lockdowns alles abgesagt worden und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es in nächster Zukunft da eine Änderung geben wird. Wie gehen die Leute denn damit um? Ja, wie gehen die Leute damit um? Also das Problem ist, wenn du Veranstalter bist oder zu den Kunstschaffenden gehörst, dann stehst du da derzeit ziemlich im Regen da, weil dieser Branche wurde und wird bis jetzt eigentlich überhaupt nicht geholfen. Da kann man natürlich auch sagen, ja, das ist ja sowieso eine Millionenbranche und so weiter. Aber naja, ein bisschen differenzierter muss man das schon betrachten. Weil da auch eine große Unfairness spielt. Ja, man rettet irgendwelche DAX-Konzerne mit Millionen von Steuergeldern, aber die ganze Veranstaltungs- und Musikszene, die leidet zum Beispiel unter der Tatsache, dass die Bundesregierung ja mehr oder weniger so gesagt hat, für diese Szene gibt es keine Hilfe, denn dann wird das Ausland, zum Beispiel die Südeuropäer, die werden dann sagen, wenn Deutschland sich das leisten kann, selbst die Kunstschaffenden zu retten, dann können sie auch Eurobonds machen. So sinngemäß. Und ja, das ist deren Problem. Die werden dafür gar nicht entschädigt, dass die gezwungen wurden und gezwungen waren, ihre komplette Branche für mindestens ein Dreivierteljahr komplett zu demontieren, mit allen dazugehörigen Unkosten, die auch angefallen sind. Also da, wo schon Verträge stattfanden, also geschlossen wurden. Also es ist ein Riesenproblem, auch zum Beispiel die Frage, was ist jetzt eigentlich mit dem Ticketverkauf? Ja, es wurde für hunderte Millionen Euro wurden Tickets verkauft für Veranstaltungen, die bereits abgesagt wurden oder bereits nicht stattfanden oder noch nicht stattfinden werden in naher Zukunft. Und was ist jetzt eigentlich mit diesem ganzen Geld? Also mir kommt so ein bisschen vor, dass es gab ja hier in Sachsen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine bundesweite Aktion war, behaltet eure Tickets. Da wurde im Radio damals gesagt, ja, den Künstlern, den Musikern, denen geht es jetzt natürlich auch schlecht, weil die nicht auftreten dürfen, deswegen behaltet eure Tickets, da hat der Künstler was davon. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht, weil das Geld wiederum, das liegt ja auf den Konten der, ja, entweder, also der Ticketverkäufer. Ja, ob das jetzt so ein Subunternehmen ist wie, was weiß ich, Eventim oder irgendwas, die halt irgendwer der Tickets verkauft, ja, oder eben die Veranstalter selber. Und mir scheint so, dass diese Kohle wiederum am Endeffekt
noch die Liquidität der meisten Veranstalter sicherstellt, weil sonst müssten die ja eigentlich schon längst Insolvenz anmelden. Ja, es gibt ja auch eine Insolvenzangabepflicht, also alles andere wäre dann Insolvenzverschleppung, da ist man dann schon im strafrechtlichen Bereich. Also da passiert so viel in dieser Veranstaltungsbranche, wo man, wenn man damit nichts zu tun hat, überhaupt nicht nachdenkt. Klar. Aber wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Interview, auf das ich an dieser Stelle auch nochmal unbedingt hinweisen muss. Ja, Stumme Künstler, so heißt der Talk mit Julia Kilian Forster und Julia Neigel. Frank, ich schlage vor. Das trifft ja dort alle Ebenen, weil Kunst und Kultur hat ja verschiedene Levels. Also ich meine, ich habe selber jahrelang als DJ gearbeitet, was allein das bedeutet. Und ich habe in der ersten Homeoffice-Sendung auch schon darauf hingewiesen, weil und da hat man gedacht, mei, vielleicht sind es nur ein paar Wochen. Und selbst das ist schon für so Clubs, bedeutet ja schon das Ende, weil die oft so auf Kante genäht sind. Weil es sowieso in den letzten Jahren so viele neue Auflagen gab und die Kosten hochgetrieben haben. Boah, das ist, wir reden ja nicht nur über die hohe Kunst, sondern eben auch, ja, Clubszene und so weiter. Und da sieht es desaströs aus. Da sind ein Haufen Leute, die müssen sich wirklich neue Jobs suchen. Und vielleicht sollte man schon auch darauf hinweisen, weißt du, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also Kultur ist nicht nur irgendwas für die guten Zeiten, sondern Kultur, finde ich, hat auch gerade vielleicht in schweren Zeiten auch eine Aufgabe. Und das ist auch tatsächlich sowas wie Clubkultur, Musik und Feiern, weißt du, der Mensch feiert schon immer, zu allen Zeiten. Das ist eine wichtige Sache, auch für die jungen Leute. Du musst auch den jungen Leuten diese Möglichkeit geben. Ansonsten bricht sich das anderweitig Bann. Und damit will ich jetzt keinerlei irgendwie Relativierung geben zu den Ereignissen von Stuttgart. Aber es ist einfach so, bei den Leuten staut sich Dinge auf. Und Kultur hat eine wichtige Rolle auch, finde ich, um auf Leute einzuwirken. Und das ist wirklich hart, wenn man sieht, dass dann Kultur als etwas behandelt wird, was sozusagen in unserer Gesellschaft so ganz am Rand steht. Also das ist halt am ehesten verzichtbar. Und das ist natürlich auch nochmal ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die halt ein Künstlerleben führen. Und das auch nicht nur machen, um sich zu drücken vor einem 9-Stunden-Job, sondern auch ein Künstlerleben, ist auch arbeiten, ist auch ein Beitrag für das Land, für die Gesellschaft, ja. Also ich würde vorschlagen, wir gucken mal kurz rein in dieses Interview mit Julia Neigel. Es wirkt ja auch so ein Stück weit wie so, geh mal betteln, du kriegst jetzt wenigstens Streaming, was willst du überhaupt, was motzt du rum? Aber Streaming ist einfach eine Plünderung der Arbeit der Künstler. Und da kann auch das Ministerium oder wer auch immer uns da dieses Angebot macht, überhaupt gar keine Lösung vorschlagen. Die versuchen nur ihre Fehlpolitik dauernd wieder auf uns zu schieben, indem sie uns sagen, dann streamt und wir finanzieren das mit. Das ist ja das, was sie dir vorgeschlagen haben, oder? Ja, klar, dass man damit dann leben kann, aber das, was fehlt, was wir fordern, ist, wir brauchen substanzielle Hilfe. Wir brauchen das Mindeste, ist die Anerkennung der Lebenshaltungskosten in den Soforthilfeprogrammen und das tun andere Länder. Wenn man jetzt nach Norwegen, nach Großbritannien sieht, die zahlen 80% des 3-Monats-Umsatzes vom letzten Jahr. Mhm. Oder es wird sogar rückwirkend noch gezahlt, wenn man jetzt die Niederlande nehmen, die machen ohne Anstand 1.000 bis 1.500 Euro zahlen die rückwirkend ab 1. März an die Künstler. Und wir dachten, es kommt jetzt ein Konjunkturpaket, das rückwirkend überhaupt einmal den Schaden, der seit März angelaufen ist, wenigstens dort irgendwas entschädigt oder eine Möglichkeit gibt, die Leute vor dem Ruin zu bewahren. Aber nein, es ist ein Konjunkturpaket für die Zukunft. Es wird so getan, als gäbe es die letzten 3 Monate totales Berufsverbot, ich sage es nochmal, überhaupt nicht. Und um das, was du gesagt hast, jetzt, wie das gesehen wird, wie die Wichtigkeit gesehen wird, auch seit Helmut Kohl, der Kulturministerin oder der Kultur generell, man weiß nicht, es ist dann nachher revidiert worden, ob es gesagt wurde, die FAZ hat es gebracht und da bin ich wirklich ausfallend geworden, auf Facebook auch, haben wir viele übel genommen, da ich sage, Götz von Berlichingen ist noch untertrieben, wenn Frau Merkel Euroboss gegen Künstler ausspielt. Ach, die Nummer, dieses Argument. Ja, da hieß es danach im Kulturausschuss, es hat es nicht gegeben, aber die FAZ hat es nicht zurückgenommen. Hätte sie das nicht gesagt oder hat sie es nicht gesagt, entschuldige ich mich dafür. Nein, sie hat es gesagt. Aber im Präsidium zu sagen, wir können den Künstlern nicht helfen, weil wenn wir das tun, dann würden die Südstaaten kommen und
sagen, wenn ihr den Künstlern sogar helfen könnt, dann könnt ihr auch Euroboss machen. Das ist also bei allen, wo ich sage, Euroboss, das kann auch unser Tod sein, da kann man stehen, wie man will. Ich halte das nicht für sinnvoll, Euroboss aufzulegen, aber das ist jetzt eine politische Meinung. Aber wie kann man als Kanzlerin eine ganze Branche abstempeln und gegen Euroboss ausspielen? Es ist dieselbe, Nummer wie beim Sparen. Was ist euch lieber? Wollt ihr überleben oder wollt ihr die Musik und die Kultur fördern? Ich meine, diese Frage friss oder stirb, also eine ganze Bevölkerung zu sagen, wir opfern die jetzt alle, damit wir überleben, das ist dasselbe Argument. Frau Kanzlerin hat gemeint, also die Frau Merkel hat doch gesagt, entweder Eurobonds, also wenn wir die Künstler unterstützen, müssen wir auch die Eurobonds. Das ist immer dieses selbe Prinzip. Sie will die Eurobonds nicht, das ist, da bin ich auch auf ihrer Linie, aber das ist vollkommen egal, wer da politisch wie denkt. Aber ein politisches Ziel durchsetzen zu wollen in Europa, indem man die Kunst und Kultur opfert, das ist auf ein dem Verbrechen. Altar, das ist wirklich, kann das ich da nur zustimmen. Das ist ein Verbrechen. Ja, und das komplette Gespräch mit Julia Neigel und Kilian Foster gibt es auf unserer Webseite nuvisotv und natürlich auch in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn ich jetzt schon mal dabei bin, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, dann unterstützt uns doch mit einem Nuviso Plus Abo. Da habt ihr auch Zugang zu unserem Premium-Bereich. Ja, der ist zwar im Moment nicht wirklich so gefüllt, weil die Studioproduktionen erst so langsam wieder anfahren. Aber wir haben eine Menge geplant und es wäre sehr schön, wenn ihr uns auch weiterhin unterstützt. Genau, ich bin fertig mit meinem Text. Ja, Frank, wir haben heute in unserer Redaktionskonferenz, ja, wenn ich es mal so sagen darf, haben wir darüber gesprochen, über die Sendung von heute Abend und du hast ganz kurzfristig einen Gast organisiert. David van Deven wird jetzt dann gleich mit uns dabei sein und kannst du uns den mal kurz vorstellen, weil ich den auch gerade erst so erfahren habe, dass er heute zu uns stößt. Ja, David van Deven ist ein Unternehmer. Er leitet den Sender Ostsachsen TV. Ist damit auch aktiv. Er ist involviert in die Organisation des Bautzner Friedenspreises, hat ja letzten November höhere Wellen geschlagen, weil Daniele Ganser der Preisträger war und ja, da gab es ja im Vorfeld negative Berichterstattung etc. pp. Wir haben das ja auch hier alles abgearbeitet. Ja, und er wollte eine Demo veranstalten in Bautzen unter dem Titel Miteinander statt nebeneinander, gegen Gewalt und Extremismus. Und er hatte auch ein hochkarätiges Line-up. Sprechen sollten Vera Lengsfeld, muss ich glaube ich nicht erklären, wer das ist, unsere liebe Julia Savasi, der Oberbürgermeister der Stadt Bautzen und Uwe Steimle. Wow. Die waren als Redner für diese Demo vorgesehen. Wir haben uns auch darauf gefreut. Wir dachten, ah, schön, können wir wieder ein kleines Filmchen für Nuviso dafür machen. Und ja, dann gab es eine Absage. Und wie und warum und weshalb, das würde ich gerne mit David van Deven jetzt hier sprechen wollen. Gut, und dann würde ich sagen, holen wir ihn gleich dazu, oder? Seid ihr einverstanden? Okay. Ja, hallo David, unser Gruß geht nach Bautzen. Wunderschönen guten Abend, grüß dich. Schönen guten Abend, Robert. David, du bist Medienunternehmer und bist auch in Leipzig. Ich schaue den Frank an und denke an Leipzig. Du bist in Bautzen sehr aktiv. Was ist denn das in Bautzen? Wieso ist gerade in Bautzen so viel kulturelles und gesellschaftliches Engagement? Und nimm uns mal ein bisschen mit in deine Arbeit da. Also ich könnte es egoistisch sein, es liegt daran, weil ich dort wohne, aber das ist nicht ganz so, sondern ich bin vor 11 Jahren der Liebe wegen nach Bautzen gezogen, habe meine Frau auf der Arbeit kennengelernt, aber außerhalb, also meine Projektkunden und sie hat mir dann gesagt, dass sie aus Bautzen ist und bin dort hingezogen, habe mein Unternehmen im Westen verkauft, beziehungsweise die Hallen dort geschlossen und bin dann nach Bautzen gezogen und habe mir die ersten 3 Jahre die Region angeguckt, Unternehmenskunden neu aufgebaut als Unternehmensberater, das ist mein Hauptberuf und zumindest zu der damaligen Zeit gewesen und habe dann gemerkt, naja, es ist der Osten ist schon anders als der Westen. Also es gab damals vor 10 Jahren war das eine völlig beschauliche, ruhige Stadt und trotzdem aber sehr viel Aktivität, viele Menschen ehrenamtlich aktiv, viele Leute auch politisch aktiv.
Und Bautzen ist natürlich die Hauptstadt der Oberlausitz. Das habe ich also auch erst feststellen müssen, dass es da mal einen ehemaligen Sechs-Städte-Bund gab und Bautzen dort schon eine Strahlfunktion hat. Und es gibt auch andere Unternehmer, die in Bautzen recht aktiv sind und viel auf die Beine gestellt haben. Und mit denen habe ich mich inhaltlich und ja, auch thematisch auseinandergesetzt und dann entschieden, wo engagierst du dich, wo setzt du dich mit ein, wo bringst du dich mit ein in der Gesellschaft, und habe dann genau jetzt eigentlich, jetzt sind es in den Zeitpunkt vor 2 Jahren, eine Einladung bekommen, ein Interview zu moderieren mit dem Oberbürgermeister der Stadt Bautzen, dem Herrn Ahrens, und Herrn Bo, also mit Herrn Drees, ein Bauunternehmer, bekannt ja auch von Hensch gebaut, der Name geht ja auch durch die Medien sehr weit rum. Dieses zu moderieren anlässlich des Umbaus und des Kaufs und der Modernisierung des Bahnhofgebäudes in Bautzen. Und das ist eine kleine Videoplattform von so einem Heimatfilm-Videokanal gewesen in der Stadt. Und da habe ich gesagt, na klar, mache ich das. Und ja, da fing eine Reise an in der Medienlandschaft, die ich mir so hätte nie erträumen lassen. Weil es ging keine Woche um, da gab es ein Schreiben bei mir im Briefkasten: Verstoß gegen das Telemediengesetz, Geldstrafe 500.000 Euro wegen Verstoß gegen politische Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Also hat mich ein bisschen aufschrecken lassen, weil es keine kleine Summe, auch nicht für mich. Und ich dachte dann, okay, hups, was ist denn hier los? Und auf die Art und Weise habe ich Herrn Drees persönlich kennengelernt, weil er war mein Gesprächspartner in dem Interview und auch Herr Ahrens, und habe mit ihm dann persönlich auch erörtert, was denn los ist, warum gibt es hier da so einen Aufwind wegen einem ganz normalen Interview, was ich völlig unverfänglich empfunden habe und auch völlig unpolitisch geführt hatte, weil es ging um den Bahnhof, der gekauft wurde, modernisiert werden sollte, umgebaut werden sollte zum Behördenzentrum, und hatte in dem Atemzug die Plattform, also die regionale Heimatplattform Ostsachsen e.V. gekauft. Die war 10 Jahre schon auf dem Markt, habe die dann von den Betreibern zu 100% in meinen Besitz bekommen. Und wollte eigentlich für meine Unternehmensberaterkunden eine Medienplattform als Experimentierplattform auch nutzen, ein bisschen was in der Heimat, für die Region tun. Und da, ja, so ein Stück weit das Archiv, was ich auch mitgekauft habe, lebendig halten. Ja, und ansonsten bin ich ja mehr schreibend hinter den Kulissen oder war die Person hinter der Reihe 1, 2, 3, gedacht, jetzt kannst du dich mal ein bisschen ausprobieren und kannst dich einbringen. Kannst vielleicht auch Dingen, eine Plattform bieten, die gesehen werden können, die woanders sonst untergehen, weil wir haben so viele Medienbereiche bei uns nicht, haben aber viele, viele tolle Ereignisse, und die werden eben so nicht gezeigt. Und habe dann einen Teil meines Privatvermögens in Kameratechnik investiert, weil die Technologie des TV-Senders, den ich gekauft habe, die war noch wirklich antiquarisch, die gehört ins Heimatmuseum, die war nicht modern. Und dann gesagt, ich kaufe mal komplett neu. Und habe mich ein Stück weit in diese mediale Welt hineingearbeitet. War aber eine neue Welt, und mit dem Schreiben natürlich auch eine Einladung, mit dem Bauunternehmer nochmal zu sprechen und nicht nur in dem Interview, weil 500.000 Euro ist auf jeden Fall mal Gespräch wert gewesen. Dann haben wir das Ganze zu Medienanwälten gegeben, ich zu meinem Firmenanwalt und er zu seinem Anwalt, und dann ist das Verfahren noch eingestellt worden. Aber natürlich mussten erstmal horrende Gebühren bezahlt werden im Vorfeld, und mir war die Brisanz und die Person von Dirk Drees zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst und auch nicht bekannt. Ich habe den wahrgenommen als Bauunternehmer, aber was er sonst so noch gemacht hat und was so in der Stadt um ihn herum passiert ist, das war für mich nicht aktuell, weil ich viel europaweit unterwegs war und deutschlandweit auch viele Westkunden noch hatte, die ich betreut habe. Und so habe ich Bautzen auf eine andere Art und Weise kennengelernt, als ich mir das ursprünglich mal vorgestellt habe. Er hat dann Hilfe angeboten und gesagt, ja, komm, ich unterstütze dich bei deiner Arbeit, finde ich toll, dass du Ostsachsen e.V. machst, was brauchst du? Und dann sage ich, in erster Linie mal Partner, die sagen, weil ich mache keinen Vertrieb vielleicht einen oder anderen Mitarbeiter, den ich bezahlen kann, der regional hier auch Sachen aufarbeiten kann. Könnte mir vorstellen, dass du mal Werbekunde wirst und dann einfach auf der Plattform mit erscheinst. Und so war das mein erster Vertriebskunde für Ostsachsen TV auf dem freien Markt, nachdem ich den Sender gekauft habe. Und da ging eine Reise los. Du hast ja unter anderem auch mit dem Bautzener Friedenspreis, da wurden ja schon Eugen Drewermann und Willy Wimmer und Daniele Ganser geehrt. Da bist du auch mit involviert, sehr engagiert. Aber ich habe dich heute als Gast mit dazugeholt, weil ich gerne mit dir besprechen würde wollen,
dass ja aktuell, zumindest hier in den Regionalnachrichten in Sachsen, dein Name recht häufig genannt wurde in den letzten Tagen. Denn es ging um, ich lese mal jetzt die eine Schlagzeile von Tag 24 vor, Demo mit Steimle in Bautzen geplatzt. Darum wollte der Oberbürgermeister mitmachen. Also wir sehen schon, es hat, also der OB, den hast du ja auch gerade mit erwähnt, der hätte auch ein Grußwort auf der Demo sprechen sollen. Und überhaupt, es ist, ich habe das Line-up quasi mit Julia und Uwe und Vera Lengsfeld gerade schon mal vorgestellt. Was ist denn deine Idee gewesen überhaupt hinter dieser Demo, die ja nun nicht stattgefunden hat? Also es ist keine Demo in dem Sinne, weil eine Demo würde ja sagen, wir laufen eine Strecke von A nach B. Das wäre eine Kundgebung gewesen. Das ist ein Unterschied in der Wahrnehmung auch, weil es ist ein fester Ort gewesen, ein fester Platz, ein sehr markanter Platz in der Stadt, im Kornmarkt. Da gab es schon sehr, sehr viele Ereignisse und auch Schlagzeilen in der Stadt mit dieser Örtlichkeit in Verbindung. Und ich habe diese Kundgebung angesetzt, weil 2 Jahre Ostsachsen TV für mich auch jedes Jahr bedeuten, zu entscheiden, wie geht die Reise weiter, wie machst du selber weiter. Und um unsere Region herum passieren natürlich auch Dinge, also nicht nur in Bautzen, sondern die gesamte Oberlausitz oder Ostsachsen ist natürlich eine Gesamtregion und die Hauptstadt, wenn die einlädt oder eine Veranstaltung macht, dann wirkt das nicht nur auf die Aufmerksamkeit auf die Menschen innerhalb der Stadt, sondern auf die gesamte Umgebung aus. Und ich bin natürlich auch politisch aktiv, ich bin vom Stadtrat gewählt worden in den Begleiterschuss Partnerschaft für Demokratie, ist also eine Tätigkeit im Ehrenamt, wo man über Projekte demokratischerweise abstimmt in der Gemeinschaft von 4 Stadt, also nee, wann sind wir? 5, 6, 6 Stadtratsfraktionen, genau, und 10 Bürger und vielleicht noch ein paar mehr dazu. Also so 16 Leute stimmen dort ab über Projekte, über Gelder vom Staat, die eingesetzt werden im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes zur Stabilität der Demokratie oder Demokratieerhaltung. Und dort sitze ich im Begleiterschuss und habe eine Idee vorgetragen, eine Kundgebung, die ich organisiere, die ich eigentlich anlässlich von Ostsachsen TV 2 Jahre organisiere, also 2-jähriges Jubiläum, mit Bekanntgabe dessen, wie es weitergeht und was ich plane, auch unter den Schirm der Partnerschaft für Demokratie zu stellen, aber nicht, indem ich Geld beantrage, weil Geld wollte ich kein Zampo in dem Förderprogramm, sondern nur die symbolische Unterstützung, die Kundgebung auch unter den Schirm zu stellen, Partnerschaft für Demokratie, weil einer der Redner auf dem Plakat ist Christian Hase, das ist sozusagen der Koordinator oder Initiator einer Initiative Bautzen gegen Extremismus, die wirklich alle Fraktionen und Organisationen einer gigantischen Bandbreite zusammengetragen hat und zusammengeführt hat. Und dieses Programm soll im Herbst starten in Bautzen. Und da hat er meine volle Unterstützung auch für, weil ich es wichtig finde, nicht einzelne extremistische Gruppierungen einzeln zu betrachten, sondern das Gesamtportfolio des Extremismus mal zu beleuchten und auch einfach mal über die Gesamtsituation Extremismus im Allgemeinen und auch Gewalt zu sprechen. Und das ist eine Mammutaufgabe, auch diese unterschiedlichen Stimmen und Meinungen da erstmal zusammenzubekommen. Das hat er geschafft und deswegen hat er da meine volle Hochachtung gekriegt und sollte als Redner auch sprechen und Werbung machen für sein Programm. Und habe das dann auf dem Plakat mit abgedruckt und ihn auch als Redner eingeladen. Und er hat dazu gesagt und sagte, ja, das mache ich. Und darüber hinaus noch den Oberbürgermeister Alexander Arendt als Grußwortsprecher und eben auch mit Martin Dudig gesprochen, dem Arbeitsminister in Sachsen, auch ein SPD-Minister, der zu Corona-Zeiten ja von den 5 Ministerien, die sehr aktiv waren, auch Schlagzeilen gemacht hat in seinem Engagement. Ihn hatte ich getroffen auf einer Veranstaltung der IG Metall und hat mit ihm gesprochen. Aber die Einladung brauchte ich dann auch nicht mehr aussprechen, weil es dann obsolet war. Ja, jetzt ist hier aber in der Zeitung und überall in Online-Printmedien zu lesen. Online-Printmedien ist ja Quatsch, was ich hier erzähle. Ja, aber überall ist jetzt zu lesen, die Veranstaltung wurde abgesagt. Es wird so mehr oder weniger als Skandal hoch skaliert. Aber wenn ich das so lese, ich meine, Uwe Steimle war ja bis vor kurzem noch ein ja sehr anerkannter Kabarettist, der beim MDR arbeitet. Jetzt ist er nur noch ein sehr anerkannter Kabarettist, aber immer noch hochrangig. Dann der OB selber, der Christian Hase, Vera Lengsfeld, ja auch eine bekannte Persönlichkeit und Julia. So, David, genau. Was ist jetzt passiert? Also warum hat die Demo nicht stattgefunden? Kundgebung. Genau, weil am festen Ort. Also nicht stattgefunden hat sie letztendlich deswegen, weil ich sie abgesagt habe. Und da gab es Punkte, die dafür geführt oder es gab Aspekte, die dazu geführt haben, dass ich diesen Weg gegangen bin und die Entscheidung getroffen habe, einen Tag vorm Stadtrat, Mittwoch letzte Woche, weil es war sehr kurzfristig vor
Durchführung der Veranstaltung, dass ich die Absage erteilt habe, aber es gab Gründe im Hintergrund. Also wir haben bei uns in der Region neben Bautzen oder durch Bautzen herdurch die B96, das ist eine Bundesstraße. Die B96 macht ebenfalls Schlagzeilen in der Presse, regional wie überregional, aufgrund der stillen Proteste B96 von Zittau bis nach Sassnitz. Corona-Proteste, die dort stattfinden, stehen mehrere tausend Menschen an der B96 mit Einhaltung der Abstandsregeln und protestieren gegen die Abschaffung von Grundgesetzregeln oder Corona-Maßnahmen. Zumindest war das immer so, dass es ein überwiegend friedlicher Protest war, der von Bürgern organisiert war und von Bürgern auch begleitet wurde. Und dieser Protest schwappte über die letzten, ich nenne es mal so, 14 Tage bis sogar 3 Wochen, wenn nicht sogar 4 Wochen um und wurde mehr zu einem Politikum. Eigentlich mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen hat sich dort das Bild maßgeblich verändert. Es wurden sehr viel mehr Fahnen in der Farbgebung schwarz-weiß-rot mit auf den Protesten gezeigt und sehr viel mehr AfD-Fahnen sind aufgetaucht und Deutschland-Fahnen in umgekehrter Form und die Schriftzüge haben sich auch ein Stück weit verändert. Der stille Protest wurde auch lauter, es wurde viel mehr gehupt noch als am Anfang und es kamen auch sehr viele Gäste von außerhalb, die dem Protest beigewohnt haben. Und das hat so ein Stück weit das Bild des ursprünglichen Protests gegen die Corona-Maßnahmen verändert und das hat auch das Heimatbild meinerseits geändert, die von meiner Wahrnehmung her gesehen. Ich bin als Journalist von Anfang an mit den Geschehnissen dort vertraut gewesen und habe mir einen Gesamtüberblick verschafft und die Aspekte dort gesammelt. Und am Sonntag vor der Veranstaltung, also eine Woche davor, habe ich Werbung gemacht, natürlich auch für die Kundgebung in Bautzen und habe natürlich, weil es ist ja längerfristig geplant und organisiert. Und an dem Tag war auch angemeldet eine Kundgebung, eine Demonstration, Karawane der Vernunft nannte die sich, Paradiesvögel statt Reichsadler. Also ein sehr kreativer Titel und eine hohe Erwartung auch an das, was kommen mag. Zusammen mit dem Georg Hauptmann Theater vom DGB organisiert und von Mirko Linke, einem Landtagsabgeordneten der Linken mit organisiert und es war im Vorfeld schon sehr viel Alarm gemacht worden dafür, dass endlich mal ein klares Zeichen gesetzt wird gegen Rechtsextremismus und eben auch gegen Reichsbürgerfahnen, die dort an der Straße stehen und habe dann gewartet mit meiner Kamera im Livestream eine Stunde lang und die Karawane kam nicht, weil sie angehalten worden ist, aufgrund von polizeilichen Maßnahmen, die ergriffen wurden, die ich aber nicht verfolgen konnte, weil ich mit meiner Kamera an einer anderen Stelle stand und wollte schon abbauen, beziehungsweise habe abgebaut. Mein Mitarbeiter ist nach Hause gefahren und ich bin eigentlich in Richtung Bautzen gefahren. Also das Telefon klingelte und es hieß, die Karawane fährt doch noch weiter nach Bautzen. Und habe mich dann in Neusalzer Spremberg am Straßenrand postiert mit meiner Filmkamera und obendrauf mit einer Handykamera. Mit der Handykamera bin ich live gegangen auf YouTube. Mit der Filmkamera habe ich die Karawane in einer anderen Zoom-Einstellung gefilmt und aufgenommen. Und stand da völlig allein am Straßenrand, aber sehr erkennbar als Presse. Und habe die Karawane auf mich zukommen gesehen und habe gedacht, okay, Paradiesvögel sehen anders aus für mich, weil das war mehr so Saatkrähe, also mehr vermummt, Mundschutz sehr eingehüllt. Die Kennzeichen der Fahrzeuge waren abgeklebt komplett, sodass man nicht erkennen konnte, wer die Autos gefahren hatte. 3-4 Polizeiwagen im Vorfeld und so 2 Polizeiautos im Vorfeld, ein Begleitfahrzeug zur Absicherung der Kreuzungen und dann der Corso mit vielleicht 20, 30 Fahrzeugen. Und dann ist in dem Livestream auch zu sehen, der auch bei YouTube läuft, dass ein Auto aus dem Corso ausgeschält ist und auf mich zugesteuert ist und ganz kurz vor meinem Stativ, also es war wirklich haarscharf, ich bin weggehüpft und wieder eingelenkt ist und auf die Straße wieder in den Corso sich eingereiht hatte. Und da ging es mir doch schon durch wie ging mir schon mehr oder weniger ein kleiner Schock durch den Körper. Und ich habe dann auch gedacht, okay, war das jetzt auf mich bezogen oder was wäre gewesen, wenn es ein Mitarbeiter gewesen wäre, was wäre passiert, wenn es schiefgegangen wäre. Nicht gerade ein prickelnder Moment meiner Tätigkeit, den ich da habe erleben müssen. Und als ich dann zu Hause das Filmmaterial gesichtet habe, habe ich gemerkt, dass die Umweltplakette nicht abgeklebt war, sondern nur das Kennzeichen. Und dachte, okay, gut, das hast du, das Filmmaterial. Und dann kein Plakette, also Plakette, Kennzeichen und so weiter. Erstattest du Anzeige bei der Polizei. Und habe das auch getan, bin nach Boston zur Polizei gegangen, habe Anzeige wegen Bedrohung erstattet und habe gesagt, ich gebe das den Behörden in die Hände, sie sollen das ermitteln und werten und die Staatsanwaltschaft soll entscheiden, ob das ein Angriff auf die Presse oder um eine Person war. Und ich sage, das ist für mich nicht ein hinnehmbarer Aspekt, weil wenn der Mitarbeiter steht und er in Gefahr kommt, der seinen Job macht und nicht als Demonstrant da steht oder als Protestierender, dann ist der nicht zu attackieren, weder mit dem Fahrzeug noch sonst irgendwie. Und dachte, naja gut, okay, damit hat sich das Thema. Aber Buße gucken hat es nicht.
Es waren dann im Internet aufgetaucht, weil Samstag, also an dem Samstag davor, also vor dem Sonntag, gehen in Bautzen immer Menschen spazieren und singen, auch teilweise Mitglieder des Bautzener Friedens, also aber normale Bürger und singen und halten das Grundgesetz hoch. Gibt es auch Videos zu sehen bei Ostsachsen TV, teilweise mit auch sehr hohen Aufrufzahlen. Hab das dokumentiert wieder mal an dem Samstag, was dort war, war alles friedlich und alles gut und bin bei dieser Arbeit aber fotografiert worden von einem Bürger, der sich bei den Grünen sehr engagiert. Und ins Internet gestellt worden mit den Personen, die zu erkennen waren und mit der Titulierung, Herr van dem hier schmusen mit der identitären Bewegung und sollte sozusagen ein Bild erzeugt werden, dass ich solidarisierend mit der identitären Bewegung durch die Stadt laufen würde, was nicht der Fall ist. Und habe dann Strafanzeige erstattet, weil diese Person erstens mal gegen meine Persönlichkeitsrechte mit dem Bild verstößt und auch eine Fehldarstellung der Gesamtsituation in die Öffentlichkeit getragen hat, mit der ich persönlich nie einverstanden bin. Das Ganze wurde von Frau Annalena Schmidt noch kommentierend in ihrem Account dann darüber hinweg getweetet und ging dann Richtung Antifa und sie ist sehr stark vernetzt, ist ja 13.000 oder 14.000 Follower oder 13.000 irgendwas, passt da quetschte und habe dann übers Netz einen ziemlichen Shitstorm bekommen, dass hier ein Rechtsradikaler oder ein Rechts-IBler Freund und AfD-verständlicher, naheliegender Freund eine Kundgebung sogar angemeldet hat mit dubiosen Sprechern, Klammer auf, bei Uwe Steimle sogar antisemitisch und rechtsgelastig, bei Amira Lengsfeld, ehemalige Bürgerrechtlerin, jetzt AfD-Sympathisantin, bei Julia Savasi, Klammer auf, Verschwörungstheoretiker, Kanalmoderatorin, Klammer zu, Christian Hase, die 89er Erklärung, was weiß ich nicht, die haben alle in ihrem Leben schon mal was gemacht, aber die Titel, die dahinter waren, waren nur negativ behaftet und nie positiv behaftet. Und die Sächsische Zeitung kam dann auf die tolle Idee, von 4 Stadträten, also der Begleiterschuss hat mehrheitlich symbolisch für diese Kundgebung nicht nur gestimmt, sondern auch sein Interesse bekundet und das ganze Abstimmungsergebnis ist mehr als eindeutig, also 2/3 Mehrheit für die Kundgebung und 1/3 dagegen in symbolische Unterstützung. Haben 4 Stadträte, Frau Schmidt von den Grünen, Frau Kubank von den Linken, also die SPD wurde dann vertreten vom Parteivorsitzenden der SPD, der Stadtfraktionsvorsitzenden der SPD in Bautzen. Und Frau Schmidt, Frau Gungang, Herr Fleischer und eine Stadträtin der CDU sozusagen, die Fraktion hat eigentlich 8 Stadträte, aber eine Stadträtin stellvertretend für die CDU, haben sich an die Presse gewandt und ihr Leid bekundet, dass der PFD, also Begleiterschuss für Partnerschaft für Demokratie, seine Zustimmung gegeben hätte für eine dubiose Veranstaltung mit dubiosen Sprechern, alle aus dem rechten Lager. Also es wurde dann alles auf rechts getrimmt, gar keine Unterschiede mehr gemacht zwischen den Personen. Und die Sächsische Zeitung hat einen Riesenaufriss gemacht und es war überall im Land zu lesen. In Zusammenhang mit meiner Person, weil die Veranstaltung habe ich als David van Deven angemeldet, nicht als Verein, auch nicht als Bautzener Frieden oder als irgendetwas, sondern als Mensch und als Unternehmer. Und wurde dann natürlich auch medial in die Aufmerksamkeit gezogen. Und dieser Aufschrei hat dafür gesorgt, dass dann auch Drohungen kamen, wann schweigt Herr van Deven für immer. Und wir bei Twitter und auch bei Facebook und auch Freunde anderer Gruppen gesagt haben, es wird eine große Menge von Leuten aus Dresden und aus Leipzig anreisen, die diese Veranstaltung aus Gegenprotest nutzen wollen. Und es gab im Gegenzug aber dann auch, weil der Gegenprotest sich angemeldet hatte, gleichzeitig den Aufruf der AfD, wir müssen hier die Stellung halten. Also wurden auch die Leute, die überwiegenderweise aus dem anderen Lager kommen, mobilisiert nach Bautzen zu kommen und da wären 2 Fronten aufeinander getroffen, wo ich gedacht hätte, wenn die da stehen, dann gehen die nicht sachlich und friedlich miteinander um, das hätte eskalieren können. Und solche Mitteilungen sind zwar verbal, aber ich sage es immer, 100 werfen gleich keinen Stein, wenn es einer macht, ist einer schon zu viel und ich habe dann gesagt, das ist mir zu heiß, ich gucke mir das Ganze noch an. Dann hat Tag 24 bei mir angerufen, was ist denn wieder in Bautzen los und hat dann auch noch Werbung gemacht. Also das Ding hatte eine öffentlichkeitswirksame Werbung erfahren im negativen Rahmen im Vorfeld, die eigentlich mehr dazu aufgerufen hätte, Leute, die es Exempel statuieren wollten, sich eingeladen zu fühlen. Wir warten nicht die Veranstaltung mal ab und gucken mal, was war da gewesen und berichten im Nachgang darüber, sondern wir zeigen direkt Flagge, weil sie wurde einfach vorverurteilt. Und wegen Vorverurteilung und der Bedrohungssituation aus dem Netz und aus dieser Aktion am Sonntag mit dem Fahrzeug habe ich dann entschieden gesagt, aus Sicherheitsgründen und Vorverurteilung lehne ich das ab.
Es muss sich niemand meiner Gäste, die ich eingeladen habe, nach Bautzen zu kommen, durch den Dreck ziehen lassen und auch nicht medial durch die Sächsische Zeitung da aufgepeitschterweise schon durchs Dorf treiben lassen, ohne dass sie überhaupt gesprochen haben und nicht an den Worten, die sie gesagt haben, gemessen werden, sondern die Vorverurteilung hat schon gereicht, um die Veranstaltung im Vorfeld insgesamt eigentlich ins schlechte Licht zu rücken. Und das ist keine Umgangsform, die ich pflege. Und das ist auch keine demokratische Haltung, wo ich zu 100% dahinter stehe, wo die verurteile ich, weil ich rede nicht über Menschen, sondern mit Menschen, das ist ein Unterschied. Und die Menschen müssen sich für das verantworten, was sie sagen und nicht im Vorfeld schon verurteilt werden für das, was sie noch gar nicht gesagt haben. Ja, David, das waren jetzt sehr umfangreiche Ausführungen und ich verstehe das total, dass du das abgesagt hast. Ich hätte auch nicht verantwortlich sein wollen, wenn dann irgendwie zwei Fronten da aufeinander losgehen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also du engagierst dich ursprünglich wegen den Corona-Maßnahmen. Das tun viele in der Region Bautzen, der Lausitz. Und dann stellst du fest, dass diese bürgerlichen Proteste immer mehr von rechts, wie du sagst, übernommen werden, Reichsbürgerflaggen, die Gesänge hören auf oder ändern sich, ja. Und dagegen wolltest du ein Zeichen setzen, um klarzumachen, die Leute, die hier gegen die Corona-Maßnahmen oder so auf die Straße gehen und Solidaritätsketten bilden oder singen oder meditieren, wie auch immer, haben nichts mit diesem Extremismus, der da auf der Straße gezeigt wird, zu tun. Das wolltest du klar machen und dafür hast du auch aus beiden Lagern, also jetzt nicht einseitig, sondern Leute geholt, auch mit Rang und Namen. Und dann wurde das im Prinzip so interpretiert, dass du jetzt selber ein Rechter bist und du wolltest ein Zeichen gegen rechts setzen und wurdest von links bekämpft. Kann man das so ganz grob zusammenfassen? Also wenn man es grob zusammenfassen will, natürlich kriegt man, wenn man in der Mitte steht, von rechts und links was ab. Das ist logisch. Wenn extremistische Seiten auf der linken Seite stehen und Extremisten auf der rechten Seite stehen, dann ist die Mitte diejenige, die die Backe hinhält. Also dann hast du von beider Seiten eine Pfeife einzustecken. Das ist ganz klar. Das ist, jetzt bin ich aber nicht ganz unschuldig, dass ich sage, ich habe nicht in meiner Vergangenheit auch mit Ostsachsen TV schon provoziert oder Experimente gewagt, die jetzt nicht unbedingt meine Person im Rahmen des öffentlichen Darstellungsfonds jetzt als neutral dargestellt haben. Ja, weil es gab einen Unterschied. Ich mache eine Sendung, nennt sich Sofa Talk. Dort bin ich nicht journalistisch tätig, sondern da sitzen Menschen auf dem Sofa, die lade ich ein zu mir, mit denen rede ich. Und da habe ich natürlich auch mal ein Interview geführt, obwohl kritisch, aber eins geführt mit der identitären Bewegung. Da gab es im öffentlichen Raum einen riesen Aufschrei, warum kann bei dir der Anführer der identitären Bewegung sagen, was ihn antreibt, das ist kein Demokrat. Sowas ist unzulässig, sowas so jemand noch eine Plattform zu bieten, das macht man nicht. Und weil bei uns in der Region so viel über Reichsbürger gesprochen hat, habe ich mal Peter Fitzek eingeladen bei mir aufs Sofa, weil ich mal wollte mal einen richtigen Reichsbürger einfach bei mir aufs Sofa haben und mal hören, wie der so tickt, weil ganz klar, dass diese Weltansicht und Anschauung, die er hat, ist nicht die, die ich teile, aber ich wollte mir mal einen Überblick verschaffen. Und mit den beiden Sofa-Talks und vielen anderen, die ich geführt habe, werde ich natürlich wie so ein Hafter am Pflaster am Arsch lebend immer wieder in Verbindung gebracht. Das ist etwas, wo natürlich auch auf der Kundgebung eine Klarstellung gemacht werden sollte, wo ich persönlich stehe. Aber ich stehe auch zu meinen Fehlern. Ich trage auch die Konsequenzen und die Verantwortung für das, was ich tue. Und das sind zwei Dinge, die dazugehören. Und zu der Verantwortung muss ich auch stehen. Nochmal kurz gesagt, die B96, das ist ein Protest, der Sonntag stattfindet. Die Spaziergänge in Bautzen, die finden Samstag statt. Das sind zwei getrennte Dinge voneinander. Die Spaziergänge, die friedlich singen, ist nichts, was ich werte. Ich dokumentiere es nur. Die Bürger müssen sich ein eigenes Bild davon machen, ob sie es gut finden oder nicht. Ich gehe im Juli in die Sommerpause und habe gesagt, bevor ich in die Sommerpause gehe, möchte ich nicht nur was dokumentiert haben, ich werde auch nochmal einen Beitrag oder etwas dazu in die Öffentlichkeit geben, wie ich die Gesamtsituation sehe, weil ich die umgekippte Stimmung an der B96 für anlässlich empfunden habe, auch gegen Gewalt und Extremismus eine Kundgebung zu machen, weil ich zum Frieden aufrufe und Frieden nur dann entsteht, wenn die Leute miteinander reden und nicht mehr das Reden miteinander abbrechen und dann auf einmal die Fronten sich gegenübergestellt werden, weil dann eskaliert so eine Situation. Und vor dieser Angst, dieser Eskalation an der B96 fühle ich mich, oder mit dieser Angst fühle ich mich konfrontiert. Und nicht nur ich, sondern viele Bürger auch, mit denen ich spreche. Und habe gesagt, diese Kundgebung ist Anlass dafür, hier dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen, weil die Mitte sich längst von der B96 entfernt hat. Die Bürger, die Familie mit Kindern sind nicht mehr da, sondern dort stehen wirklich nur noch Leute, die auf Konfrontation aus sind oder eben ein Zeichen setzen möchten, was weit von der Mitte entfernt ist. Und
Es ist ein Unterschied, ob ein Volk zusammensteht oder ob eine einzelne Gruppe mit einer anderen Gruppe gegenübergestellt wird und dann diese B96 als Schauplatz ihrer politischen, ideologischen Sichtweisen verwenden. Und die Corona-Maßnahmen, die Lockerung, die polnisch-tschechische Grenze wurde gerade in dem Wochenende ja auch aufgemacht. Man hat es ja mitbekommen, also es gibt auch im Dreiländereck wieder Entspannungssituationen. Das ist ein Punkt für mich, den man auch ins Auge fassen musste und ich gesagt habe, wenn die Mitte nach Hause geht, dann gibt es keinen Grund, da weiterzustehen, um das als stillen Protest zu markieren, sondern wir wollen ein echtes Zeichen setzen mit einer Kundgebung und einladen dazu, dass hinter den Kulissen für etwas gekämpft wird und nicht gegen etwas, also sondern für miteinander statt nebeneinander heißt, die Leute einzuladen, an Projekten mitzuwirken. Wie könnte unsere Heimat zukünftig etwas schöner aussehen und nicht mit den Bildern, die wir jetzt erzeugen, Schlagzeilen machen und uns vielleicht über Jahre hinweg noch begleiten, ohne dass sie einen Sinn haben für die Region. David, ich lerne dich jetzt kennen als hochaktiven Menschen, als jemand, der die Welt sehr gut wahrnimmt und auch versucht, was Besseres zu machen durch dein Wirken, nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Medienmensch. Wenn du jetzt auf unsere Zeit guckst und auch speziell für deinen Fall eben, wenn du so ein Zeichen setzen willst und das dann instrumentalisiert wird und genau umgedreht wird, wie ordnest du diese Zeit eigentlich jetzt ein? Also wir haben seit vielen, vielen Wochen, machen wir diese Sendungen und versuchen zu analysieren, was für ein Zeitgeist jetzt eigentlich gerade herrscht. Und wir erkennen immer mehr, dass so ein richtig großer Spalt durch das Land geht. Auf der einen Seite diejenigen, die diese Maßnahmen durch Corona total feiern und der Regierung einen Persilschein ausstellen, so juhu, die dürfen jetzt alles machen, die machen es richtig. Und dann gibt es auf der anderen Seite sehr viele, auch intellektuelle Menschen, die sagen, Leute, hier gibt es irgendwie eine Fehlentwicklung, wir sollten dagegen vorgehen. Wie nimmst du das wahr, diese Zeitqualität und was ist da dein, wie stehst du da? Also das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, nach 2 Jahren, wir gehen jetzt neue Wege, wir gehen ein Stück weit andere Wege, weil vor 2 Jahren hätte ich dir eine andere Antwort gegeben als heute. Ich denke, dass in den 2 Jahren etwas passiert ist innerhalb der Gesellschaft. Die Gesellschaft war über die vielen letzten Jahre schon immer ein Stück weit gespalten, aber der Spalt wurde größer und nicht kleiner. Es war also egal, fast welche Bemühungen man macht, man hatte gesehen, die Tendenz läuft immer weiter auseinander und viele der Programme und der Aktivitäten, die man gemacht hat, haben nicht wirklich gegriffen, sondern die Ereignisketten haben dazu geführt, dass der Spalt zwischen der Gesellschaft und auch der Druck auf die Mitte immer weiter zugenommen hat. Und der Druck insofern, dass gefragt wird, du musst dich jetzt entscheiden, auf welcher Seite stehst du? Und manche Familien wollten sich gar nicht entscheiden, sondern sie wollten sich vielleicht nur engagieren, aber eigentlich nicht irgendwie zwischen die Fronten geraten. Weil das, was in unserer Gesellschaft und um mich herum hier stattfindet, das findet auch im Kleinstadt, das heißt in den einzelnen Familien. Größere Familien sind sehr, sehr zerstritten derzeit teilweise. Mhm. Wenn das Thema Politik am Tisch besprochen wird, dann diskutiert man nicht mehr sachlich drüber, dann ist das sehr, sehr schnell ideologisch begründet. Das heißt, wir haben kaum mehr eine geführte Streitkultur, sondern entweder man schweigt über diese Thematik zu Hause und trägt sie offen anderswo aus, oder man spricht drüber, aber hat gar keine Antworten mehr auf die Fragen der Zeit, die sich momentan stellen. Und Corona hat mitunter nochmal, ist ja ein Phänomen, was weltweit uns betrifft und jetzt nicht nur ein regionaler Prozess ist, sondern den ganzen Globus umspannt, zu unterschiedlichen Wahrnehmungen geführt. Also es gibt Menschen, die jetzt ihre Kreativität wieder ausleben und die Auszeit genutzt haben, um sich völlig umzustrukturieren. Wir sehen aber auch Menschen, deren Existenz komplett den Boden unter den Füßen weggerissen bekommen hat und Verwerfungslinien aufgebaut sind, wo wir nicht wissen, wie lange geht das noch und wo führt es hin. Also es gibt eine totale Verunsicherung auf der einen Seite und es gibt aber auch völlig unterschiedliche Gesellschaftsbilder, wie mit dieser Corona-Krise umgegangen wird. Die einen leugnen sie und machen sie als kleine Grippe platt und die anderen sagen, es ist eine Erfindung, um was anderes abzulenken. Es war klar gewesen durch viele Veranstaltungen, die ich auch im Vorfeld besucht habe, dass es weiter so, wie wir es bisher hatten, nicht gibt. Und Corona letztendlich der Auslöser war, mal darüber nachzudenken, was ist passiert, was findet gerade statt. Und wenn jetzt die Lockerungen sind, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und da gibt es wenig Antworten und viele Probleme und viele Situationen, wo Menschen sich derzeit alleine gelassen fühlen und auf der Suche nach Antworten sind und innerhalb ihrer eigenen Kreise der Familien auch diese Antworten größtenteils gar nicht mehr finden. Und wenn sie das Fernsehen anmachen, sehen sie nur noch RKI-Zahlen und sehen nur noch die Corona-Daten, aber sie sehen keine Antworten auf die Zeit. Sie sehen auch mehr Virologen und Epidemiologen als Soziologen sprechen. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft? Wie gehen wir miteinander um? Wie lösen wir die Krise?
weil parallel hört man auch vielleicht, dass der ein oder andere Freund sich umgebracht hat oder mit der Krise nicht zurechtkam, dass der Arbeitsplatz in Gefahr ist. Kurzarbeit ist nichts anderes als eine Form von weniger Geld in der Tasche oder versteckter Arbeitslosigkeit. Und wir wissen auch, dass viele Betriebe hier auch in der Region schließen. Und das sorgt auch für ein gesellschaftliches Bild, was Verunsicherung hervorruft. Und viele der Politiker sind wie in der Versenkung verschwunden. Und viele der Menschen, die vorher auch teilweise wertvolle Tipps gegeben haben in der Öffentlichkeit, die sind einfach mal nicht zu sehen gewesen. Die waren also wie unter Quarantäne gestellt. Und das hat ein Bild nach außen gegeben, wo Menschen das Gefühl auch haben, mitunter, wir fühlen uns hier alleine gelassen mit der Problematik und wir müssen selber erstmal alle um uns selbst kämpfen. Wir wissen nicht, was kommt. Ältere Leute sagen, es wird, man hört ja auch, es ist nicht nur eine Corona-Krise, wir haben eine Weltwirtschaftskrise, wir haben eine Rezession, wir haben vielleicht eine drohende Inflation, wir haben vielleicht auch eine Fiskalkrise. Also Dinge die und Wörter, die jetzt nicht unbedingt für eine stabile Situation sprechen, die man einfach mal 4 Wochen aussitzt und danach geht es weiter, sondern die Menschen spüren ganz tief in sich drin, die Welt von morgen wird nicht mehr die sein von gestern, aber niemand weiß, wie sieht das System aus morgen und niemand weiß, wie ist er selber davon betroffen, kommt er da durch oder trifft es ihn sehr hart. Man hat von Hamsterkäufen mitbekommen, die Klopapier gehortet haben und hat da irgendwie auch andere Szenen im Fernsehen gesehen, und aber keine Abwechslung mehr in der Form, sondern nur die Konzentration auf das eine Thema. Jetzt zugespitzt aber auch mit Auseinandersetzung von Protesten in Amerika, gestartet durch Black Lives Matter, durch die Ermordung des einen Farbigen durch den Polizisten, die einen auch nicht mehr wirklich nachts ruhig schlafen lassen, wo man sagt, was passiert denn da? Und an dem Sonntag, wo die Kundgebung stattfinden sollte, ist in Stuttgart ja auch alles außer Rand und Band gewesen und man sagt, die Partyszene ist da durchgedreht. Ich denke mal, es ist viel mehr als nur das. Und das Bauchgefühl der Leute ist zutiefst erschüttert. Ja, in der Tat. Also ich höre auch mit großem Interesse hier zu und ich sage auch schon die letzten Wochen und Monate immer wieder, ey, wir müssen gucken, dass wir in unseren Städten oder in unseren Kiezen, wo wir leben, dass wir dort schauen, dass wir diese Spaltung überwinden. So. Und ich finde es großartig, David, wie du das auch machst, also auch wie du das berichtet hast und dass du halt in dem, was dir möglich ist, in deiner Stadt, und das ist so ein typisches Beispiel, Bautzen, das ist nicht die größte Stadt und so, aber es gibt so viele Bautzens in Deutschland. Ja. Und es ist so wichtig, irgendwie versuchen, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und es ist so schade mitzubekommen, wie sehr man da auf einmal zwischen die Fronten gerät, in die Schusslinien gerät. Wir kennen das natürlich auch, David. Das ist klar, weil wir auch eben hier unseren Kopf mal aus der Masse rausstrecken. Und du bist dann so angreifbar von so vielen Seiten auch. Aber ey, ich wünsche mir und habe auch ein gutes Gefühl bei dir, weil du kommst auch sehr selbstbewusst rüber, so dass du dich da nicht unterkriegen lässt, weil das ist wirklich aus meiner Sicht das Gebot der Stunde. Nicht nur immer an die große Politik denken, weil da haben wir vielleicht gar nicht so viel Einfluss drauf, sondern jetzt zu schauen, was in unseren Städten passiert. Und das kriegen wir Woche für Woche auch wieder immer wieder mit. Letztes Thema war eben Stuttgart. Und deswegen so dieses Engagement als Bürger deiner Stadt, Bautzen, weißt du, dass du dich da einbringst, da habe ich so viel Respekt davor und finde es so schade, dass es dir dann so viel Stress auch bereitet. Hoffe aber und glaube auch daran, dass du dich da nicht entmutigen lässt, weil ich glaube, Kommunikation ist jetzt wirklich der richtige Weg und das Einzige, was uns weiterhilft. Und es waren gerade auch so Städte wie Bautzen hier in den neuen Bundesländern, die damals 89 auch gezeigt haben, wie es geht. Also, weißt du, runde Tische, sich zusammensetzen, das ist, was es jetzt wirklich braucht und ja. Da wünsche ich dir einfach auch viel Kraft und dass ihr das im Bautzen auch schafft. Ja. Weil, wie du es auch geschildert hast, das vielleicht auch noch, wie dann auf einmal so viel von so außen auf diese Stadt eindrängt, weißt du, dass größere Kräfte das auf einmal nutzen für ihre Agenda. Von links, von rechts. Hey, das kenne ich als Chemnitzer. Das habe ich vor 2 Jahren hier in der Stadt auch erlebt, ja, wo auf einmal der ganze Stress von außen kommt. Und das eigentliche Thema, was das Problem in der Stadt war und wie wir Chemnitzer das vielleicht, wie wir da Lösungen finden können, das ist auf einmal dann gar nicht mehr im Blickfeld gewesen. Sondern plötzlich geht es nur noch um den großen Streit und das ist alles so vorhersehbar. Und plötzlich ist das Eigentliche, was man machen will, ist aus dem Fokus geraten. Und ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Gut, ich denke, wie du sagst, Bautzen ist nicht nur Bautzen, sondern es gibt viele Bautzens. Allerdings hängt es und steht das ganze Stadterlebnis auch mit den Leuten, die sich aktiviert fühlen, etwas zu tun und die engagiert sind. Und das ist in allen Städten ein Stück weit unterschiedlich. Also wenn in manchen Städten nur ein Lager engagiert ist, dann verändert das auch das Stadtbild und das Außenwirkungsbild. Also es ist schon notwendig, dass
auch eine Vielfalt an Beteiligung unterschiedlicher Form stattfindet, damit auch eine Vielfalt in der Form überhaupt zu diesem Prozess einer Stadtgesellschaft in Veränderung beitragen kann. Und da sehe ich mal, da glaube ich, dass viele Menschen sich momentan eingeschüchtert fühlen, überhaupt mitzumachen. Und das ist ja in erster Linie Ehrenamt, das ist Freizeit, die man opfert. Das heißt Zeit, die man neben der Arbeit zusätzlich reingibt, wo auch die Familie dahinter stehen muss und wo das auch eine Sinnhaftigkeit haben muss für einen selber, dass man Kraft daraus schöpft und auch Erfolge hat damit, die man nach Hause trägt und sagt, es hat sich gelohnt, dass ich diese Zeit dafür eingesetzt habe. Weil wenn du nur Zeit in den Kampf gibst oder in den Aspekt hineingibst, von dem, für den du bekämpft wirst, dann wirst du irgendwann auch deiner Energie beraubt und verlierst auch ein Stück weit Kreativität und Mut, das weiterzutun. Und da habe ich auch gemerkt in den 2 Jahren, die ich in Bautzen sehr aktiv bin, dass viele Leute, die mir auf der Strecke mitgefolgt sind oder begleitenderweise da waren, ausgetauscht waren über die Zeit. Die waren ein paar Wochen, Monate dabei. Dann sind sie ganz lange Zeit weg gewesen. Dann kamen sie vielleicht irgendwann wieder. Dieses konstante Mitarbeiten in der Stadtgesellschaft, das hat sich verändert, weil die Reibungsfläche bei der Mitarbeit nicht nur positive Natur ist, sondern es setzt auch voraus, dass du in der Lage bist, Energie, die du reingibst, auch in ein fruchtbares Ergebnis mit ummünzen kannst. Und da fehlt es meiner Meinung nach an Ergebnissen, die man auch würdigt und die man anerkennt. Und das Ganze ist in letzter Zeit immer mehr in Richtung Kampf gewechselt, anstatt in Richtung Friedensgespräche, sondern es sind Konfrontationslinien aufgebaut worden, die auch miteinander die Schlagzeile prägen, mit Rechten nicht reden. Das ist eine der Aufschlagzeilen auch in der Zeit, die auch mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird, wo ich sage, wenn wir mit Rechten nicht reden, was wollen wir dann machen? Sollen wir in die Köpfe einschlagen? Das Gespräch verändert vielleicht den einen oder anderen dazu, zu sagen, okay, solange wir noch reden, können wir auch noch was bewirken. Also verstehe da manchmal nicht unbedingt die Haltungsform, wozu Leute aufgerufen werden, zu sagen, ein Gespräch ist schlimmer als die Einstellung, die Person hat, weil das Gespräch selber kann vielleicht doch eventuell der Lösungsschlüssel sein. So. Mhm. Wenn sich dann die Fronten, die Köpfe einschlagen, was mitunter dann passiert, wenn sie nicht mehr miteinander reden, wenn sie aufeinander losgehen, dann werden sie spätestens dann, wenn sie fertig sind mit dem Köpfe einschlagen, irgendwann sich auch wieder an den Tisch setzen und werden wieder miteinander reden, weil dann werden sie auch wieder Gespräche führen müssen, wie es weitergeht. Also man könnte rein theoretisch mit dem Gespräch führen, diese gesamte Szenerie der Köpfe einschlagen, auch ausblenden und komplett weglassen. Und das ist eigentlich der Zweck, warum man sich für Frieden einsetzt. Und Mutter Teresa sagte, geh nach Hause und wenn du Frieden willst, geh nach Hause und liebe und kümmere dich um deine Familie. Also da sieht man ja schon, wenn es dort nicht funktioniert, wie soll es dann im Größeren funktionieren, in der Stadt oder im Land oder global? Streit ist sicherlich manchmal auch notwendig, um irgendeinen Prozess in Gang zu bringen, aber zum Streiten gehört auch, dass man sich hinsetzt und danach nach Lösungen ringt und sich organisiert und guckt, wie kriegt man die Kuh wieder vom Eis. Und es sind viele Kräfte momentan mehr am Streiten interessiert, als an sich an den Tisch setzen. Und deswegen habe ich auch die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich gehe in die Sommerpause, ich mache das nicht mehr weiter so in der Form. Außer ich werde zum Gespräch eingeladen und gebeten, mich mit an den Tisch zu setzen, dann werde ich mich einem Gespräch niemals verschließen. Aber ich muss keinen Menschen ein Gespräch anbieten, wenn er nicht das Interesse hat, sich an den Tisch zu setzen und mit mir zu sprechen. Weil wenn du dann auch nur über jemanden sprichst und nicht mit jemandem, dann kommt das Ergebnis bei demjenigen sowieso nicht an und am Ende wird was in Gang gesetzt, was du mit verantworten musst, was du vielleicht gar nicht verantworten willst. Also da gibt es einen Veränderungsprozess derzeit, einen ganz knallharten. Ich werde meine öffentliche Stellungnahme dazu machen, dass ich die Plattform weiter offen lasse als Magazin und Gesprächsrunden und Modelle anbiete, zu der ich aber eine breitere Mehrheit von Menschen einlade, mitzumachen. Das heißt, der Oberbürgermeister vielleicht sogar auch noch von seiner Seite aus, andere Stadträte oder Fraktionen auch und dann einfach oder auch Vereine und engagierte Bürger sich nicht allein im Einzelengagement wiederfinden müssen und was bewegen, sondern die was bewegen wollen, auch miteinander was bewegen können. Und das übt einen Druck aus, auch auf die Extremisten zu sagen, wenn die Gesellschaft es nicht will, wenn die Stadtgesellschaft es sich nicht wünscht, dass sich da die Köpfe eingeschlagen werden, dann sind die Ränder eben nicht die bestimmende Kraft und können auch nicht über die Mehrheit entscheiden und ihnen ihren Wunsch oder ihre Ideologie aufzwingen. Mhm. Und die Mitte ist nicht schweigend oder im Stich gelassen, sondern die Mitte ist einfach nicht motiviert, weil sie, denke ich, von den Angeboten, die ihr gestellt werden, momentan nicht sich ambitioniert fühlt, zu sagen, da mache ich mit. Weil wenn sie keine Lust hat, sich auf eine Front zu stellen, ob links oder rechts, dann hat sie keinen Bock auf diese Auseinandersetzung. Und wenn keine genügenden Angebote gemacht werden, miteinander ins Gespräch zu kommen, runde Tische oder eben auch andere Formen einer Auseinandersetzung mit ihnen gemeinsam, dann werden sie sich diesen Weg eben entziehen und sitzen auf dem Sofa und warten ab und gucken sich an, was da draußen passiert. Ja, David, jetzt hast du die Prozesse beschrieben, die ganze Friedensarbeit behindern in Bautzen.
Aber aus meiner Perspektive ist es jetzt so, dass dort in diesem östlichsten Zipfel da, ne, es ist nicht der östlichste Zipfel, an diesem Zipfel des Osten Deutschlands, da eigentlich ja überhaupt erstmal diskutiert wird. Ja, du bist im Stadtrat, ihr diskutiert über sowas im Stadtrat. Es gibt eine Menge Probleme, es wird viel behindert, aber immerhin, da seid ihr doch in Bautzen schon viel weiter als der Rest der Republik, oder? Täusche ich mich da? Ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Euer Oberbürgermeister, ja, der auf der Demo auch gesprochen hätte, der hat jetzt natürlich auch von den Medien Anfragen bekommen. Und der hat gesagt, ich zitiere ihn mal, solange sich jemand nicht menschenverachtend, rassistisch oder in sonstiger rechtlicher angreifbarer Art und Weise äußert, haben wir Meinungsfreiheit. Vorverurteilungen sind das Gegenteil von Meinungsfreiheit. Sie bringen uns keinen Schritt weiter. Wir müssen endlich wieder lernen, gemeinsam über Gräben hinweg für Dinge einzustehen, für unsere Demokratie zu kämpfen, füreinander da zu sein, aber eben auch kultiviert miteinander zu streiten. Das sagt der Oberbürgermeister von Bautzen, und dafür recht herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, wir hätten so einen OB. Also auch wenn du das jetzt gerade alles sehr pessimistisch beschrieben hast, macht bitte weiter so in Bautzen, gebt da nicht auf, seid ein Vorbild für den Rest der Republik. Ich finde, ihr seid ja schon seit Jahren aktiv. Ich verfolge das auch mit dem Bautzner Friedenspreis. Also ihr habt da wirklich schon was aufgebaut, worauf man weiterhin aufbauen sollte. Und ich hoffe, ihr bekommt da auch noch viel mehr Öffentlichkeit. Und es ist, glaube ich, also für mich ist die Veranstaltung, die du geplant hattest, ein klares Zeichen gegen Extremismus jeglicher Couleur zu setzen und dann letztlich aus Sicherheitsbedenken wegen den Extremismus diese Veranstaltung absagen musstest, was völlig richtig war. Sehr, sehr, sehr bezeichnend. Und David, vielen Dank für diese Schilderung. Gerne. Also ich sag mal, natürlich, der Fisch stinkt immer vom Kopf zuerst, sagt er immer, aber natürlich ist unser Oberbürgermeister auch darauf angewiesen, so ein Statement gibt er dann ab, weil natürlich, weil er wusste auch im Vorfeld, um was es geht bei der ganzen Angelegenheit, und er hat das auch ein bisschen mitverfolgt, und ich sag mal, wenn man engagierte Bürger hat, davon lebt eine Stadt, und man lebt von Menschen, die im Ehrenamt doch mitmachen, und wenn die dann sowas erleben wie das, was ich jetzt erlebt habe, dann ist auch klar, dass er sagt, Toleranz ist keine Einbahnstraße. Weil es gibt natürlich Agitatoren, und wir haben in Bautzen ja noch eine zweite Berühmtheit mit Frau Schmidt eben als Botschafterin für Demokratie und Toleranz, die dann einen anderen Blickwinkel auf die Geschichte gegeben hat. Und er kriegt nicht nur Lorbeeren für sein Statement, er kriegt auch unheimlich viel Kritik ab. Also wenn ich mir die sozialen Medien anschaue und auch die linke Szene anschaue, dann feiert sie ihn nicht für diese Sätze, sondern diese Sätze werden auch stark angegriffen. Und auch das muss man wissen. Das heißt also, er ist auch nur so stark in seiner Position wie die Mehrheit, die ihn trägt und die natürlich ihn auch unterstützt, diesen Weg zu gehen und ihn in diese Lage versetzt, solche Statements abzugeben. Da kenne ich Bürgermeister in anderen Städten, die haben eine andere Stadtgesellschaftsprägung, die würden so ein Statement abgeben, aber es würde völlig ins Leere greifen. Also das ist etwas, spiegelt letztendlich auch die Stellungnahme des Oberbürgermeisters ab, wie die Stadtgesellschaft sich insgesamt gegliedert hat und darstellt in der jetzigen Situation. Und da hat Bautzen sicherlich eine bessere Ausgangssituation als manche andere, weil so viele Menschen engagiert sind. Aber auch nur deswegen, weil sie eingeladen werden. Das habe ich beim Friedenspreis dieses Jahr auch gesagt, bei Daniele Ganzer, den ich gegeben habe. Ich gehe nie gegen etwas auf die Straße, sondern immer für etwas. Weil für etwas motiviert mich, und dann gehe ich mit dem Lächeln aus dem Haus und ich weiß, für was ich brenne, und ich weiß, warum ich abends müde heimkomme. Wenn ich gegen etwas hingehe, bin ich ja schon mit einer völlig anderen Grundhaltung eingestellt. Ich bin aufgewiegelt oder ich bin vielleicht hasserfüllt, ich bin vielleicht auch im Tunnelblick und bin gar nicht offen für Neues oder für Veränderung, sondern ich gehe mit einer anderen Grundmotivation auf die Straße. Und deswegen habe ich auch das Plakat erstmal als Entwurf in den Umlauf gebracht und lange gerungen. Und da stand immer als große Überschrift gegen Gewalt und gegen Extremismus und Gewalt. Das war die Hauptüberschrift. Und habe es verändert ganz am Ende, bevor es freigeben ließ, und habe draufgeschrieben: Miteinander statt nebeneinander. Gegen Gewalt und Extremismus, weil das Positive immer die Hauptschlagzeile sein muss und nicht das Negative oder das negativ behaftete Wort. Weil sonst drückst du auch durch den Titel natürlich schon auch eine Grundhaltung aus. Und natürlich kann man jedes Wort und jedes Thema zerpflücken, und wenn man will, kann man auch alles kritisieren, aber Hass bekämpft man eben mit Liebe und nicht mit Gegenhass. Und wenn ich gegen Extremismus und Gewalt bin, dann muss ich ein Feuerwerk der Freude und der Liebe und der Begeisterung setzen, damit Leute überhaupt sich animiert fühlen zu sagen, ich fasse mich an den Mut, ich gehe aus dem Haus und ich gehe dahin.
Vielen Dank, David. David, ja, vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. Und nur eine ganz kurze Frage, mit einer Bitte um eine kurze Antwort, wenn du sagst, so dieser Spalt in der Gesellschaft, hast du denn das Gefühl, dass wir hier aus der Nummer rauskommen, gestärkt, so notwendige Katharsis, dass wir hier durch dieses Tal durch müssen, damit irgendwas bewegt sich, dass die Leute endlich mal mit dem Arsch hochkommen? Oder denkst du, das wird jetzt hier erstmal nochmal richtig schwierig werden? Was ist so dein Gefühl, nur, dass ich das einschätzen kann? Ich bin natürlich jetzt emotional ein bisschen durch die Ereignisse der letzten Tage vorhin genommen. Ich sage jetzt mal meine Momentaufnahme, wie ich es jetzt momentan einschätze. Die begleitet mich schon ein bisschen länger, also nichts hat gestern das geändert, aber ich glaube, dass wir vor der größten Zerreißprobe aller Zeiten stehen. Und dass ich kenne die Friedensbewegung aus den 90er Jahren, wo die Plätze voll waren, wo die Leute geschlossen auf der Straße waren, wo niemand gefragt hat bei dem Menschen, der neben mir stand, wo kommt er her, wegen seiner Hautfarbe oder wegen seiner Herkunft, sondern es war klar gewesen, die Menschen, die wegen Frieden auf die Straße gegangen sind, haben alle ein Ziel, Frieden. Und ich hatte mehr das Gefühl gehabt, dass wir eine Gemeinschaft und ein Volk sind und nicht gefragt haben, was für einen Job hast du, wo kommst du her und wie tickst du und welche Partei wählst du, sondern es war klar gewesen, wenn man für Frieden auf die Straße gegangen ist, dass man geschlossen miteinander gestanden hat. Und da haben auch viel mehr Künstler und Musiker mitgemacht und es gab auch viel mehr Akzeptanz auch innerhalb der Gesellschaft für Frieden, sich zu engagieren. Heute, wenn ich mir angucke, wenn Menschen sagen, ich möchte die Defender-Manöver nicht, wie bei uns auch in der Oberlausitz ja stattfinden, dann muss man schon sehr viel Arsch in der Hose haben, sich hinzustellen, zu sagen, ich bin für Frieden, weil da stehen nicht so wahnsinnig viele Menschen mehr. Und die, die da stehen, die stehen aus voller Überzeugung, aber die werden auch teilweise kritisiert dafür, dass sie es tun. Und das frage ich mich, das war mal anders. Mhm. Und wenn ich kritisiert werde dafür, dass ich, jeder hat seine Begründung, warum er das macht, ja, und hat gar keinen Grund, sich dafür rechtfertigen zu müssen, warum er es tut, sondern da hat sich was verändert. Und wenn die Friedensbewegung sehr klein ist und der Zusammenhalt in der Bevölkerung für Frieden und Verständigung auf die Straße zu gehen klein ist und Künstler sich nicht mehr trauen, den Mund aufzumachen und zu singen, weil sie nicht wissen, ob sie danach noch Schallplatten verkaufen oder so, dann frage ich mich, ist es ein Spiegelbild unserer momentanen Zeit, die Zeichen nicht auf gute Gefühlslage setzen? Und da wäre ich ein bisschen naiv zu sagen, ich glaube jetzt, das wird alles wieder gut, wir kriegen die Kurve. Ich glaube, dass wir nur durch Innovation und durch Veränderungen in unserer Gesellschaft nach vorne kommen und nicht mit dem Blick zurück, und die schwarz-weiß-roten Fahnen werden uns da kein Stück weiterhelfen in die bessere Zukunft. Aber es müssen mehr Menschen werden, die miteinander an der Lösung arbeiten wollen und sich da nicht vorverurteilen und sagen, mir ist egal, sondern es werden alle gefordert sein, einen Beitrag zu leisten. Und dazu müsste mal so eine Art Schnittstelle gemacht werden, zu sagen, Cut bis hierher, ab sofort auch aus Corona gelernt. Die Welt von morgen ist nicht mehr die von gestern. Wer hat Bock, wer engagiert sich, wer hat Ideen? Bitte alle auf den Tisch, lasst uns alles hinterfragen mal und auf den Prüfstein stellen und miteinander arbeiten, dass die Zukunft von morgen schöner wird, als die Vergangenheit es jemals war. Und den Impuls, der fehlt mir derzeit. Deswegen sage ich, es ist manchmal auch sinnvoll, wie bei der Schildkröte, den Kopf in den Panzer einzuziehen, aber zur richtigen Zeit auch wieder rauszuholen, sich nicht zu verstecken, stabil und Haltung zu haben, sich nicht mit seinen Werten zu verkaufen. Und dennoch aber wachsam zu sein und momentan auch vorgesorgt zu sein auf Zeiten, falls die Zeit momentan nicht darauf ausgerichtet ist. Und in dem Moment stehen wir derzeit. Alles klar, David. Dann danke ich dir nochmal für deine ganzen Ausführungen und weiterhin alles Gute nach Bautzen. Gell? Gerne, danke schön. Danke für die Einladung. Fürs Gespräch. Sehr gern. Alles Gute für danke. Dich. Tschüss, ciao. Und dann sage ich einen guten Abend nach Kerpen. Uns zugeschaltet ist jetzt Phil. Ich grüße dich recht herzlich. Hallo. Ja, hallo Jungs, hi, viele Grüße an euch alle, hi. Phil, du hast uns kontaktiert und hast auch einen Beitrag zu dieser ganzen Situation zu leisten. Du bist nämlich sozusagen an vorderster Corona-Front seit einiger Zeit tätig. Du bist selber Krankenpfleger, aktiver Krankenpfleger und hast natürlich bestimmt einiges erlebt in dieser ganzen Zeit. Wie geht's dir persönlich denn mit diesem ganzen Drama, was sich da tagtäglich abspielt. Wie fühlst du dich? Also ich fühle mich persönlich ganz gut. Die Sache ist halt, dass die ganze Corona-Pandemie, die uns die ganze Zeit vorhergesagt wurde, halt eigentlich nur im Labor stattgefunden hat. Also ich habe selber mal auf der Corona-Station ein paar Tage ausgeholfen und da war halt nicht viel los. Also wir hatten halt mal 3-4 Fälle mal alle paar Tage zu den Hochzeiten. Aber ansonsten war da halt nicht viel. Also auf der anderen Seite kann man halt sagen, dass die Menschen halt wahnsinnige Angst hatten. Wir hatten jetzt in meinem Krankenhaus, wo ich arbeite, halt wirklich
eher leere Betten, teilweise nur 8 Patienten auf einer 35 Patientenstation. Und ja, die Leute sind einfach zu Hause geblieben, weil sie Angst hatten, halt irgendwie Corona im Krankenhaus zu bekommen. Okay. Jetzt ist diese Angst, ist das aus deiner Sicht irrational oder weil ich glaube schon, viele Leute haben den Eindruck, sowohl Krankenhäuser als auch vielleicht noch krasser so Alten- und Pflegeheime, das sind potenziell Virenschleudern, wo die Leute Angst davor haben, sich anzustecken. Glaubst du, diese Angst ist irrational? Also als du, als der dort jeden Tag arbeitet, und haben deine Kollegen auch Angst? Wie ist diese Angst begründet? Ich würde sagen, teilweise ja. Also jetzt nicht allgemein an Corona zu erkranken im Krankenhaus, aber es gibt ja schon so nosokomiale Infektionen. Das sind Infektionen, die man im Krankenhaus erwerben kann. So MRSA, das typische Beispiel. Dass da was passieren kann, ist klar, aber das war ja auch schon in den letzten Jahren immer ein Thema, und da hätte man einfach mal bessere Hygienekonzepte erarbeiten können irgendwie. Ansonsten, jetzt wurde halt meiner Meinung nach halt medial diese Angst befeuert, und hat man halt gesehen, und ansonsten würde ich sagen, es ist schon viel Irrationalität dabei. Und ich kann ein gutes Beispiel erzählen. Wir hatten eine Patientin, die war 2 Tage bei uns auf Station, die wurde dann auf, und genau, bei der Aufnahme wird immer auf Covid-19 getestet. Und nach 2 Tagen kam dann vom Labor der Befund, die ist Corona-positiv. Und viele hatten mit ihr halt Kontakt, auch teilweise ungeschützt, und da ging halt die große Panik los, und wir wurden alle dann getestet und wir waren alle durch die Bank negativ. Und dann denke ich mir so, ja, so ansteckend kann es da nicht sein. Und die Frau wurde an dem Tag noch entlassen, weil wir die einfach nicht mehr verlegen wollten auf die Covid-Station. Die war eigentlich sonst austherapiert, da ging es gut. Die ging nach Hause. Die war jetzt, sagen wir, plus minus 40 Jahre alt, würde ich sagen. Vielleicht war die ja falsch positiv getestet. Soll ja vorgekommen sein. Ja, ich habe gehört, sowas gibt es auch. ja, die Testen sollen ja halt irgendwie 50% können sie halt falsch positiv sein. Ich lese auch gerade das Buch vom Professor Tabakdi, der hat das ja auch nochmal super beschrieben, wie viele falsch positive Ergebnisse wir haben, und dass wir halt echt nur, wenn, so eine Pandemie im Labor haben. Und also, ich finde schon, die Angst ist irrational, und ja. Wie gehen denn deine Kollegen mit dieser Situation um? Du bist ein Nuvisa-Gucker. Damit hast du dich natürlich qualifiziert als Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker und gefährliches Subjekt in der Gesellschaft sozusagen, um es mal überspitzt auszudrücken. Also nein, ernsthaft, du bist jemand, der mitdenkt und andere alternative Informationen suchst. Findest du Gleichgesinnte in deinem Umfeld, oder sind die alle in diesem Panikmodus mit verhaftet? Also auf der Arbeit, muss ich sagen, gibt es keine Schwestern, die jetzt irgendwie alternativ irgendwas gucken. Ich rede aber auch schon seit ich arbeite, seit 2 Jahren, mit den Menschen darüber, dass es halt irgendwas im System nicht stimmt, und versuche halt alternative Fakten halt mal aufzuzeigen, aber oder auch denen halt die Angst zu nehmen, teilweise vor Corona, aber das habe ich halt auch echt teilweise mit irrationalen Menschen zu tun, die halt vor allem mit den Krankenschwestern, die schon was älter sind, die gucken Tagesschau, die gucken, lesen im Spiegel, die lassen sich Angst machen. Und aber von den jüngeren Kolleginnen würde ich sagen, da sind schon einige dabei, die dann auch mal aufforschen und auch selber halt merken, dass es halt die Corona-Welle ausgeblieben ist. Also teils, aber tendenziell würde ich sagen, dass mehr Schwestern noch Angst vor Corona haben. Aber das flacht halt echt mit der Zeit jetzt immer weiter ab, weil es gibt halt einfach keine Fälle. Ich meine, okay, ich verstehe, je älter die Menschen sind, desto mehr haben die auch Sorge, weil offensichtlich scheint diese Krankheit, je älter und schwächer du bist, desto anfälliger bist du. Das verstehe ich. Ja. Aber ich habe früher mal in meiner Jugend auch, nein, Jugend nicht, aber in jüngeren Jahren mehrere Jahre im Rettungsdienst gearbeitet. Und da hast du ja auch manchmal Berührung mit Infektionspatienten und so weiter. Und ich kann mich erinnern, da war es eher so, gerade so die älteren Kollegen, die hatten da so ein dickes Fell, da hatte ich irgendwie das Gefühl so, dass die überhaupt nichts mehr erschüttern kann. Also habe ich mir erst Jugendliche Gedanken gemacht, so, oh, jetzt hier HIV-Patient und so, muss ich erst mal drüber nachdenken, bis ich das dann auch gelernt habe, hey, das ist ganz normaler Umgang. Und gerade die Eltern, die waren das dann so, die gesagt haben, hey, beruhig dich mal, Junge, weißt du, das ist alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Deswegen interessant, dass das jetzt sich da scheinbar geändert hat. Also dass jetzt da viele Ältere auch wirklich
große Sorge haben vor Ansteckung, obwohl du in einem Beruf arbeitest, wo du ja permanent einem Milieu ausgesetzt bist, wo du dich anstecken könntest. Ja, das stimmt. Also wir haben zum Beispiel halt oft so Verdacht auf Gastroenteritis, so Magenschleimhautentzündungen, so mit Durchfallerkrankungen, dann ziehen wir uns halt an, schützen uns und haben halt keine Angst. Aber gerade jetzt bei Corona, wo ich unterstützt aufgeholfen habe, die ziehen sich ihre FFP3-Masken an, ziehen doppelt Handschuhe an, also so komplett irrational, so als wir hätten wir echt mit einem Killer-Virus zu tun. Also das konnte ich auf jeden Fall teilweise beobachten. Und ja, die sind halt in ihrer Angst. Ich verstehe es halt auch nicht ganz, aber gut, wenn man halt die Medien verfolgt hat, da kommt man halt auch auf die Schlüsse. Wie schätzt du denn die Maßnahmen überhaupt ein? Also einmal, was die Ausgangssperren betrifft und dann auch, was den Mundschutz betrifft. Da wird ja auch heiß diskutiert. Die einen sagen, der Mundschutz hat uns vor dem Schlimmsten bewahrt. Die anderen sagen, der Mundschutz bringt eigentlich überhaupt nichts wegen den Aerosolen. Dann gibt es die anderen, die sagen, der Mundschutz ist total schädlich. Wie schätzt du denn das ein? Also ich bin da der Meinung, dass die Masken nicht viel bringen. Also klar wird ein bisschen Flüssigkeit, die man ausatmet, halt dadurch ein bisschen gefiltert. Aber ich halte nicht viel von der Maskenpflicht. Also für mich ist das halt eher schon so eine Maulkorbpflicht. Wenn ich Bahn fahre, ist es für mich ein Bußgeldschutz. Aber ich ziehe den halt sehr ungern an, habe den halt meistens am Kinn. Jetzt im Bahnfahrer mittlerweile sagt niemand mehr was. Und also für mich sind halt die Maßnahmen, die getroffen wurden, halt eher schlimmer als das Virus selbst. Also die Maßnahmen waren halt für meiner Meinung nach unverhältnismäßig. Und man hat das ja auch anhand von den Zahlen vom RKI gesehen, dass halt bevor die ganzen Maßnahmen getroffen wurden, ging die Kurve ja schon runter. Also das hat man ja immer wieder gesehen. Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel in Bezug auf, dass die Maßnahmen schlimmer sind, wie das, was das Virus eigentlich verursacht hätte oder hat. Uns hat, oder mich hat eine Mail erreicht, eine wirklich Hilfe-Mail. Ich kann jetzt den ganzen Namen nicht sagen, aber Susanna hat sie mir geschickt und bitte helft uns, die Zustände im Krankenhaus sind menschenunwürdig. Ich würde gerne mal kurz draus zitieren, die Mail ist ein bisschen länger, aber ich erzähle mal. Hallo liebes Nuviso-Team, meine Mutter ist 59 Jahre alt und hat über 20 Jahre als Altenpflegerin gearbeitet, erlitt am Ende März einen Schlaganfall, daraufhin fiel sie ins Koma. Jetzt dürfte ich sie erst dreimal sehen. Am 19.05. nach fast 8 Wochen durfte ich meine Mutter das erste Mal besuchen. Den ersten 2 Wochen stand es besonders kritisch und sie sagt halt, dass es ganz wichtig ist, dass man am Anfang bei Koma-Patienten auch vor Ort ist. Als sie dann zum ersten Mal gesehen hatte, war sie verschleimt, verklebt und verkrustet. Sie musste dann darum kämpfen, dass sie ihre Mutter eigens waschen kann. Sie dürfen nur spärlich dahin, alle maximal 7 Tage, kann auch mal 10 bis 12 werden. Und jedes Mal, wenn sie die Mutter besucht hat, hat sich der Zustand verbessert. Dann geht es weiter. Die Familie ist am Boden zerstört, die Lage ist angespannt, weil nur sie eben zur Mutter rein darf. Und sie sagt dann eben auch in der Mail, dass die Büroangestellten im Krankenhaus es einem wirklich schwer machen. Empathie ist ein Fremdwort für diese Menschen. Die machen sogar der Familie Vorwürfe, dass sie die Mutter besuchen wollen. Das kann doch gar nicht sein. Und dann geht es noch weiter, einfach grausam. Und hier schreibt sie als Schluss, es ist schlimmer als in der Strafvollzugsanstalt und dann in Großbuchstaben, die Kranken und Senioren werden einfach vergessen, sie sterben an den Maßnahmen, es geht um Menschenleben, bitte könnt ihr euch dieses Thema annehmen, bitte nochmal, also wirklich totale Verzweiflung höre ich raus aus dieser Mail und ich habe auch aus dem persönlichen Umfeld ein paar so Beispiele gehört, wo wirklich Menschen total verzweifelt waren, weil sie nicht Abschied nehmen konnten und ist das etwas, was du auch bestätigen kannst? Hast du so etwas mitbekommen und vor allem, wie ordnest du das selber ein, wenn du hier von wirklich vollkommen fehlender Empathie in diesen Bereichen hörst? Also ich kann mich sehr gut in den Brief hineinversetzen. Also wir hatten ja auch über mehrere Monate, ich glaube 2 Monate waren es, komplette Besuchssperre, da durfte niemand rein. Die Angehörigen haben dann ihre Klamotten dann immer unten an der Pforte abgegeben und wir mussten dann immer holen gehen. Und gerade für Demenzerkrankte, für Pflegefälle, die sind teilweise eingegangen. Ich fand es halt krass, also dass man halt so die Menschen voneinander trennt, weil man irgendwie Angst hatte, dass man Corona mit reinbringt. Also ich kann das voll nachvollziehen und das auch teilweise von
unserem Pflegepersonal die Empathie fehlt. Ja klar, gibt es ja auch mal, haben wir stressige Schichten. Wir sind seit Jahren, wird das Gesundheitssystem kaputt gespart. Und das merken wir halt an allen Ecken und Enden, wenn bei uns mal jemand ausfällt. Und dann hast du halt Stress im Dienst. Dann hast du wirklich Stress. Und dass man dann halt nicht immer Empathie zeigen kann oder halt den Menschen überhaupt gerecht wird. Das kann ich voll bestätigen. Und da ist halt irgendein Fehler im System. Also wenn es halt irgendwie um Menschen geht, da muss es doch das höchste Gut, irgendwie Menschlichkeit zu zeigen, dass die Menschen sich aneinander sehen dürfen. Und also das fand ich schon richtig heftig. Und dann wurden die Maßnahmen halt irgendwann gelockert. Dann konnte man halt irgendwie zwischen 13 und 17 Uhr bei uns, konnten die Angehörigen ihre Mutter oder auf jeden Fall unsere Patienten besuchen gehen für eine Stunde. Und aber mittlerweile, jetzt seit einer Woche, haben wir wieder neue Regelungen, dass die nur noch eine halbe Stunde dürfen und auch nur in einem Zeitfenster von 14 bis 17 Uhr. Ja, wer hat denn zwischen 14 und 17 Uhr immer Zeit, einen Angehörigen zu besuchen? Also, wow. Und ich wollte noch einen Punkt dazu sagen. Ich bin gerade raus, sorry. Macht nichts. Ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe auch einen Pflegefall in der Familie und ja. Mit mehreren Krankenhausaufenthalten in den letzten 3 Monaten. Und es ist wirklich nicht einfach, mal eben ins Krankenhaus zu gehen. Man muss sich vorher anmelden, man muss anstehen. Ja. München in den Kliniken, da war dann so immer zwischen einer halben Stunde und Stunde, naja, nicht ganz so, aber dreiviertel Stunde bin ich schon mal angestanden in so einer Schlange, bis man dann reinkommt, das Prozedere hat und dann innen drin dann auftaucht. Also das erleichtert es nicht, wenn man einfach nur mal einen Schlafanzug vorbeibringen möchte, muss man einen halben Tag einplanen und so weiter. Ich meine, die Krankenhäuser sind natürlich jetzt auch in der Situation, dass sie versuchen, die von oben verordneten Maßnahmen irgendwie umzusetzen. Ich habe das jetzt in 2 verschiedenen Kliniken in München mitgekriegt, rechts der Isar und Bogenhausen, und da jede macht es anders. Jeder handelt das irgendwie anders. Jeder versucht halt dann in seinem Umfeld das Beste draus zu machen. Na, wie heißt so schön mal, Scheiße rollt nach unten, dann kommen die Maßnahmen irgendwo an und ihr müsst es halt dann umsetzen. Aber ich habe gemerkt, dass dieses ganze Gesundheitssystem wirklich so immer mehr auf Spannung kommt. Also da, wenn du sagst, es wird in den letzten Jahren, wurde das immer mehr kaputt gespart und so. Was hat dich denn da eigentlich bewegt, in diesen Beruf zu gehen? Du musst ja auch sehr viel Empathie in dir tragen, dass du das machst. Ja, ich weiß, was das bedeutet, einen Mensch zu pflegen. Ja, das ist wirklich körperlich und geistig auch eine große Herausforderung. Was ist dein Antrieb da? Also ich wollte eigentlich nicht immer Menschen, ich komme eigentlich aus der Wirtschaft, ich wollte eigentlich Logistikmensch werden, wenn wir studiert haben, hatte aber 3 Jahre nebenbei, wo ich mein Abitur nachgeholt habe, im Krankenhaus nebenbei gejobbt und bin dann zufällig, dann habe ich gesagt, nein, ich will jetzt doch in die Pflege, ich will mit Menschen arbeiten, nicht mit Geld oder irgendwie Geld bewegen oder was auch immer. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass mich das erfüllt hat, dass ich mit Menschen, wenn ich Menschen helfe und so, und es wird einfach einem verdammt schwer gemacht. Also manchmal kann ich mich dazu entscheiden, dokumentiere ich jetzt, dass ich jemanden gepflegt habe oder pflege ich diese Person. Und wenn man diese Situation hat, dann denkt man nur so, wow, was ist hier los? So, warum habe ich keine Zeit, diesen Menschen gerecht zu werden? Warum muss ich jetzt schon wieder jemanden am Telefon abwürgen? Oder warum? Und auch die Ärzte sind teilweise komplett überfordert. Und aber trotzdem denke ich, ich mache das Richtige. Ich kann auch halt in diesem System halt irgendwie was Gutes tun, für die Menschen da sein. Und solange ich halt noch so ein bisschen Spielraum habe, dass ich nicht immer alles dokumentieren muss und wirklich Zeit für die Menschen habe, kann ich auch in dem System arbeiten. Und ich denke auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, kündigen würde und irgendwie was anderes machen würde, dann würde ich halt auch dann wieder fehlen. Was kommt denn dann? Das würde ja auch nicht irgendwie das weiterhelfen oder irgendwie weiterbringen. Aber es ist halt teilweise schon traurig und manchmal fehlt mir halt auch echt die Energie, da irgendwie immer so zu 100% Gas zu geben, weil es auch einfach immer wieder erschöpfend ist, irgendwie zu gucken, haben die Kollegen vielleicht wieder ein bisschen Scheiße gebaut im Frühdienst und dann musst du später jetzt alles nachholen und so und waren die auch wieder gestresst und so weiter. Das ist halt schon sehr anstrengend, aber es erfüllt einen doch am Ende des Tages. Und wenn man dann von den Angehörigen oder von den Patienten halt dann Lob bekommt oder halt irgendwie auch nette Worte und Lächeln, dann denkt man so, wow, ich habe wieder was richtig gemacht, ja, alles gut. Also du hast meinen höchsten Respekt, muss ich gestehen. Ja? Also ja. Hut ab vor deiner Leistung, aus der Wirtschaft in die Pflege zu gehen, ist eher andersrum wahrscheinlich öfters passiert. Also wirklich Hut ab, da. Ja, sehe ich auch so. Das ist großartig, was wir hier auch immer für engagierte Gäste haben, oder? Ich meine,
Und das bei Philips ja auch. Hier eine Frage, die ich habe. Also eine der tiefsten Abgründe in dieser ganzen Corona-Geschichte, März, April und so weiter, wo der Hype so richtig groß war, eine der tiefsten Abgründe, die sich für mich aufgetan haben, war, dass es auch aus Deutschland Berichte gab, wo Menschen, die in Krankenhäusern, Kliniken berufstätig waren, in ihrem privaten Umfeld irgendwie gemobbt wurden, aus Angst, derjenige könnte irgendwo das böse Virus in die Nachbarschaft schleppen oder sowas. Und ich glaube, in anderen Ländern hat man da noch krasse Berichte gehört. Hast du irgend sowas selbst erfahren oder aus erster Hand in deinem Umfeld erlebt, dass dir ein Misstrauen entgegengebracht wird, aufgrund deiner Arbeit, die du machst? Direkt nicht, aber zum Beispiel meine Cousine hat mich mal angefeindet, weil ich meine Opa und Oma hier besucht habe. Das war genau in der Zeit. Ich habe sie mit Maske besucht und dann saßen wir auf der Terrasse und haben diskutiert, ob das jetzt okay war oder nicht. Und für mich war es okay. Und ansonsten habe ich das jetzt direkt nicht erfahren. Was ich aber sagen kann, zum Beispiel auf Facebook, wenn ich mit Leuten diskutiere in irgendwelchen Kommentaren und sage, ich bin Krankenpfleger und ich sehe es anders, dann wurde ich da halt extremst angefeindet, als Krankenpfleger so eine Meinung zu haben. Es war ja nur meine Meinung. Die wissen ja nicht, ob ich meine Maske trage oder was auch immer oder so, nur weil ich sage, die Maskenpflicht ist halt Bullshit. Aber da wurde ich auf jeden Fall extremst angefeindet und gesagt, nee, unverantwortlich, hier sollte man das Examen entziehen und was auch immer. Und aber da stehe ich halt drüber. Und ich kann halt noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir tatsächlich passiert ist. Da hatte ich halt bei einer Freundin auch drunter kommentiert. Da ging es halt irgendwas mit um Eva Herrmann, die hat halt auch immer so eine andere Meinung. Und da waren halt ein schwules Pärchen, die haben das halt, die fanden halt meine Meinung überhaupt nicht okay. Und die haben dann tatsächlich rausgefunden, wo ich arbeite und dem Geschäftsführer geschrieben, wie es denn sein könnte, dass ich rechtsextrem sei, die Pandemie leugnen würde und so weiter. Und aber ich hatte halt, also das dachte ich mir so, wow, so krass. Aber die Personalleitung war halt mega nice, hat mein Facebook-Profil überprüft, gesagt, ey, du hast, da ist nichts, alles gut. Und du hast eine freie Meinung gesagt, alles gut. Aber dass überhaupt, dass ich in die Situation kam, dass mir jemand, ein Geschäftsführer schreibt hier, du bist jetzt rechtsextrem, weil Eva Herrmann rechtsextrem ist und du bist ein Pandemieleugner. Nee, aber die war zum Glück gerade drauf, aber das hat mich schon ein bisschen schockiert. Krass, was für eine Situation auch, ja, dass jemand sich an deinen Arbeitgeber wendet, um zu sagen, ja, hey, der teilt nicht meine Meinung, der ist jetzt ganz gefährlich für mein eigenes Weltbild. Das bringt mich zu einer anderen Frage, die ich eigentlich auch fast jedem Gast stellen kann oder muss sogar. Dieser Graben, der sich in unserer Gesellschaft auftut. Wir haben das oft schon thematisiert und das ist auch wirklich Bestandteil vieler Artikel und Interviews, die ich sehe, dass wir hier Grabenkämpfe erleben, die weit über das normale Maß hinausgehen. Früher beim 11. September, da war die Gruppe, die sagt, Leute, Gebäude 7, freier Fall, wollt ihr vielleicht mal drüber nachdenken, das wäre doch mal interessant. Die wurden nur als Spinner abgetan. Jetzt sind sie schon quasi eine staatsgefährdende Kraft. Da muss mit aller Macht dagegen vorgegangen werden. Es werden Videos gelöscht, es werden Veranstaltungen bedroht und so weiter und so fort. Wie nimmst du das wahr? Und ich weiß nicht, wie lange du dich jetzt schon mit diesen Dingen auf der Welt beschäftigst, aber wie siehst du das persönlich, was für eine Spaltung sich in unserer Gesellschaft jetzt da entwickelt? Also ich finde schon, dass wir eine extreme Spaltung haben. Also ich gehe zum Beispiel jeden Samstag in Köln auf die Demos und finde es halt auch echt cool, so was da für positive Leute so zusammenkommen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, Facebook ist halt für mich immer so ein Gradmesser. Da sieht man ja immer so ein Stimmungsbild, ob man jetzt bei den alternativen Medien guckt oder bei den Mainstream-Medien. So, dass da halt echt 50-50 dann Impfgegner oder Impfpflichtgegner gegen, ja, wir brauchen eine Impfung oder Corona ist gefährlich, Corona ist ungefährlich. Also da wurde auf jeden Fall eine extreme Spaltung betrieben. Und aber das kennen wir halt echt schon seit Jahren, also das 9-11 oder so, da muss man eigentlich kaum noch drüber sprechen. Also für mich ist das halt auch eindeutig, dass da halt irgendwas nicht stimmt. Ne, was genau jetzt da immer war oder nicht war, kann man drüber diskutieren, aber dass da halt irgendwie von oben gezielt die Bevölkerung gespalten wird, um halt dieses Teil-und-Herrsche-Prinzip durchzusetzen, also das ist für mich eigentlich schon klar. Also das ist, also ja, ich denke, das kann eigentlich gar nicht anders sein.
Sonst hätte man ja auch am Anfang nicht so Angst gemacht, hätte man versucht, die Leute einfach aufzuklären und zu gucken, man hätte ja andere Lösungen finden können, anstatt in diese Angst zu gehen und ja. Nochmal zurück zu dem, zu der Krankheit, zu Covid-19. So. Jetzt haben wir ja mitbekommen, in Deutschland ist die befürchtete, erwartete Welle ausgeblieben. Ja, du sagst es selbst, also ihr wart vorbereitet, du in deinem Beruf, in deinem Klinikum, ihr wart bereit, aber es kam nicht, diese Welle. Wie ist es denn in anderen Ländern? Ich meine, bist du auch im Internet, Facebook, bist du auch international da irgendwie vernetzt? Gibt es sowas, was für sich wie eine Medic-Forum oder sowas? Was bekommst du irgendwas mit? Was sagen Kolleginnen und Kollegen von dir, die in Italien gearbeitet haben, in Norditalien oder Spanien oder sowas? Was kriegst du da für Informationen? Also wie haben die das erlebt? Ist bei denen das letztens auch nur eine Laborkrankheit oder gab es diesen massiven Notstand, sowohl für Patienten als auch für alle, die dort arbeiten, gab es den wirklich dort in Bergamo, also oder als Norditalien generell oder an anderen europäischen Hotspots? Beispielsweise auch Belgien, wo wir gesehen haben, hier an den Worldometer-Zahlen, da war es eigentlich am ärgsten, das ist auch nicht weit weg von euch, bis dann in Nordrhein-Westfalen so. Was hast du da so international mitbekommen? Leider nicht so viel, aber ich habe eine Ärztin auf der Station, die ist Italienerin, die kommt auch aus Italien und die hat halt viel Kontakt und mit der habe ich mich halt länger unterhalten und sie meint, in dem Ort, wo sie wohnt, ich weiß leider nicht mehr, wo es ist, da war halt auch nicht viel los, aber allgemein hatten die Italiener halt sehr viel Angst, weil die halt wahrscheinlich auch die Bilder aus Bergamo oder wo halt diese hohen Sterberaten waren, aber nee, ich habe halt leider mich nicht jetzt irgendwie international vernetzt, kann ich nicht so viel zu sagen, aber was halt die Kollegin aus Italien gesagt hat, da war halt auch da, wo ihre Familie wohnt, nicht so viel los. Sie war eigentlich eher nur angepisst, dass sie halt nicht ihre Familie besuchen konnte in ihrem Urlaub. Klar, ja. Herr Höfer? Ja? Magst du noch was sagen? Ja, mir liegen so viele Fragen irgendwie auf der Zunge. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Es gibt ja diese BMI-Studie, die unter anderem gesagt hat, dass durch die ganzen abgesagten Operationen über ein Vierteljahr lang oder eben dieses Runterfahren dieses Gesundheitssystems ja eine ganze Menge andere Probleme dadurch entstehen werden. Operationen macht man ja nicht zum Spaß, die haben meistens einen lebenserhaltenden Effekt oder einen lebensverlängernden Effekt zumindest. Wenn man das über 10-12 Wochen aussetzt oder wirklich aufs Minimum reduziert, was wird denn das deiner Meinung nach für Folgen haben? Also der Analyst von der BMI-Studie, der Herr Kohn, der hat ja zwischen 5.000 und ich glaube 125.000 Toten geschätzt, ist jetzt ein sehr weiter Bogen, ja, die nur deswegen jetzt zum Beispiel frühzeitig ableben werden. Wie schätzt denn du das ein? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass durch diese Maßnahmen so viele OPs zu verschieben oder abzusagen, weil wir haben selber auch gar nicht operiert innerhalb von 2 Monaten, dass da halt klar, wenn er hin und wieder mal einen Schenkelhalsbruch dabei ist, dann ist es halt nicht lebensverlängernd oder sowas. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass gerade so Notfalloperationen nach einem Unfall, wenn da halt nicht irgendwie genug Personal war oder die halt weiterfahren mussten, weil das Krankenhaus halt nicht operiert, dass da auf jeden Fall einige ja, vielleicht an der Maßnahme verstorben sind, weil sie ihre OP nicht bekommen haben. Gerade auch die ganzen Krebskranken, die halt vielleicht irgendwelche Metastasen wegoperiert bekommen oder sowas und das nicht passiert ist. Also ich kann mir das halt sehr gut vorstellen, dass da einige an den Maßnahmen, dadurch, dass OPs nicht verschoben wurden, gestorben sind. Aber es gibt ja in Deutschland, soweit ich weiß, ja irgendwie das Recht ja auf die körperliche Unversehrtheit und das beinhaltet ja eigentlich auch das Recht darauf, behandelt zu werden. Und das wurde ja stellenweise regelrecht ausgesetzt. Also gibt es da auch eigentlich auch Diskussionen juristischer Art, wie man da jetzt eigentlich im Nachhinein die einzelnen Fälle aufarbeiten will? Weil es ist ja eigentlich auch so eine Art Abwiegen. Man hat ja potenzielle mögliche Corona-Opfer, die dann Hilfe benötigen, über in dem Moment ja alle anderen, die anderweitig medizinische Hilfe brauchen, gestellt. Ist das nicht auch schon irgendwie, also gibt es da nicht ein Problem mit dem Hippokratischen Eid zum Beispiel? Also
Theoretisch muss dieses Problem ja bestehen, so vor allen Dingen gerade von der ärztlichen Sicht, die ja halt auch diesen Eid geleistet haben, die ja die verpflichtet sind, jedem Menschen zu helfen. Und ich denke mal schon, dass da auch viele Ärzte dabei waren, die wahrscheinlich mit ihrem Gewissen gerungen haben und weil sie halt ihre Patienten nicht operieren konnten oder nicht helfen konnten. Aber wenn man halt auf das Gesundheitssystem allgemein schaut, hat es halt nicht mehr unbedingt viel mit Würde zu tun. Also da geht es halt echt um nackte Zahlen, dass man halt irgendwie Plus macht. Und deswegen, also das ist halt sehr traurig für Deutschland in so einem reichen Land, dass halt man die Menschen auch ohne Corona nicht immer adäquat versorgen kann oder auch operieren kann, dass da auch viele Fehler gemacht werden. Und man könnte diese Probleme so leicht halt bekämpfen. Also da geht es halt am Ende des Tages nur ums Geld. Und wenn das Geld halt falsch verteilt ist, dann geht da halt nicht viel. Glaubst du eigentlich, es wäre ein zweiter Alarm nochmal möglich? Also ich meine, das ganze Gesundheitssystem, da hunderte von Kliniken oder Tausende in Deutschland, Zehntausende von Leuten, alle Ressourcen wurden umgestellt in Erwartung von dieser Pandemie, die über Deutschland zieht. Und okay, ich meine, wir haben auch schon im März das kritisch hinterfragt, ob dieser Alarmismus, ob der Alarm zu groß ist. Aber grundsätzlich kann man das ja nachvollziehen. Ne? Ich meine, hey, die deutschen Kliniken, die Ärzte und Pfleger waren bereit. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht so. Ja. Aber jetzt hat sich herausgestellt, okay, das ist nicht gekommen. Jetzt wird aber schon immer wieder durchgedrungen, ja, vielleicht kommt im Herbst die zweite Welle und sowas. Glaubst du, dass sowas nochmal passieren könnte? Also so ein Alarm, und glaubst du, dass nochmal die Kliniken in Deutschland bereit wären zu sagen, okay, wir lassen uns wieder alles andere ruhen, wir machen jetzt wirklich eine Corona-Vorsorge, also wir bereiten uns nochmal so vor, glaubst du, es würde nochmal gehen? Oder würden da viele Kliniken, die auch wirtschaftliche Interessen haben, nicht zuletzt, und auch das ist jetzt gar nicht mal per se verwerflich, ich meine, ein Klinikum hat natürlich schon Interesse, dass die Ressourcen auch genutzt werden und da nicht über Leerstand ist, weil man auf irgendwas wartet. Glaubst du, dass wirklich deutschlandweit, dass der medizinische Bereich nochmal bereit wäre, so einen totalen Fokus, so einen Alarm nochmal mitzugehen? Ich kann es mir vorstellen. Also jetzt gerade sieht man ja schon, wie wird in Gütersloh, in Berlin werden wieder irgendwelche Wohnparks abgeriegelt, wo jetzt wieder medial schon die zweite Welle herbeigeschrieben wird. Und wenn jetzt im Winter dann, sagen wir mal, nochmal ein paar Infizierte kommen, dann schreibt man es halt wieder von der Presse her hoch. Und ich glaube nicht, dass dann ein Krankenhaus oder irgendwelche Kliniken irgendwelche Macht dazu sagen, so, nee, ihr, das kann doch gar nicht sein. Die erste Welle war schon nicht da, wir hatten Leerstand. Also ich glaube, da ist halt dieser Druck von den Medien so hoch und auch von der Politik. Und dass man, also ich kann es mir leider vorstellen, dass die es halt nochmal irgendwie hinkriegen. Aber ich denke mal, diesmal werden es dann noch mehr Zweifler und mehr Kritiker sein und dann enttarnt sich das System vielleicht dadurch selbst. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Also für mich ist der Kaiser halt eh gerade so nackt und ich denke mir mal, jetzt müssen wir gerade aufklären und gucken und sagen, hier, nein, so ist es nicht. Hier ist es alles gut. Also es ist nicht alles gut, aber es ist nicht so schlimm, wie es geschrieben wird. Und das müssen doch die Mediziner als erstes sehen. Und da haben wir auch schon in unserer Sendung hier schon öfter drüber auch gesprochen. Weißt du, Mediziner sind auch Praktiker. Das sind ja die wirklich an den Patienten arbeiten. Und eben auch Ärzte sind ja, das sind ja nicht alles irgendwelche Gehirngewaschenen von der Tagesschau, irgendwelche Zombies, sondern sind intelligente Leute und sind zum Teil erfahrene Leute, die Praxis haben über Jahrzehnte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal das mitmachen würden, weil etwas, was gegen ihre eigene Vernunft bringt. Wie gesagt, das ist jetzt bei diesem ersten Alarm, das kann ich verstehen so, keiner wusste genau, was Sache ist, aber ich weiß nicht, eigentlich die Mediziner müssen doch diejenigen sein als Erste, die sagen, okay, die so eine Bedrohung wirklich einschätzen können und letztens ja sich ihre Meinung bei einem medizinischen Bild ja nicht aus der Tagesschau bilden müssen. Ja, ja. Also man sollte es annehmen und ich rede viel mit den Ärzten darüber. Jetzt gerade auch, wo ich das Buch vom Bakti jetzt in der Hand hatte, habe ich das direkt mit den Ärzten gezeigt, was halten sie denn davon und so. Und die sehen es halt erstmal kritisch. Also die gucken sich halt auch echt internationale Studien an und vielleicht halt auch die dann so ein bisschen in dieses Negative gehen, dass es halt echt viele Infizierte und viele Tote in Italien waren. Und ich sehe es nicht so, also die Mediziner bei uns, die sagen, okay, jetzt hier in dem Krankenhaus, wo ich bin, da war jetzt halt nicht so viel, aber bestimmt in den anderen Kliniken, die waren ja alle voll. Also ich glaube, also ich kann mir halt vorstellen, dass das halt nochmal irgendwie klappen würde. Also vielleicht andere Krankenhäuser, die größer sind, wo
wo halt vielleicht geschrieben wird, da und da sind extrem viele Fälle und die hatten halt nicht viel. Das haben wir auch alle gesehen, dass das halt echt auch teilweise herbeigeschrieben war. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es halt nochmal klappt. Also echt, also ich glaub auch nicht, dass die Kliniken alle so gut vernetzt sind und sich absprechen, so, warte mal, wir werden verarscht von Medien und Politik und wir müssen jetzt mal was dagegen tun. Ich glaube, so, das wird nicht klappen. Mhm. Nicht so einfach. Es ist ja auch dieser konformistische Druck, also der Druck der Masse, der den Einzelnen dann quasi immer mitschleift. Und so wird es mit den Kliniken auch sein, wenn die in irgendwelchen regionalen Verbänden sind und die würden da ausscheren, dann gibt es da wieder Klassenkeile. Also ich teile deine Befürchtung, dass so eine zweite Welle auch medial nochmal herbeifantasiert werden könnte. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allem, wenn dann im Herbst wirklich, wie du sagst, mehr und mehr Grippefälle dazukommen, dann schreibt man die eben auch um und sagt, Covid-20, wir haben wieder was Neues dabei. Also es gibt genügend Schreckensszenarien, die sich da vor uns auftun. Aber vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Werk, oder nicht in dein Werk, in dein Wirken. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, dass du deine Empathie behalten kannst und dich da nicht aufreiben lässt in dem System mit den Kämpfen mit deinen Kollegen oder so. Also wirklich meinen Respekt, Hut ab vor deiner Leistung, und ich wünsche dir alles, alles Gute nach Kerpen. Ja, danke, danke. Freut mich, dass ich hier sprechen durfte, und alles Gute euch. Vielen, vielen Dank, Phil. Vielen Dank. Danke. Und dann sage ich Tschüss an euch in dieser Runde, und ich sage auch Tschüss an alle, die uns zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal wieder bei Nuviso und nuvisoplus.de. Jetzt kommt wieder unsere Hightech-Grafik hier eingeblendet. Lasst einen Daumen nach oben hier, verbreitet uns weiter, macht alles, was man tun kann über die sozialen Medien, damit wir am Fliegen bleiben und vor allem uns unterstützen. Das hilft uns am allerbesten. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal bei Homeoffice. Ciao.